Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zum 10. Parlamentarischen Abend des Industriekreis Elektromobilität und dieses Jahr in Kooperation mit der belgischen Botschaft in Berlin und unter der Schirmherrschaft des Parlamentskreis Elektromobilität. Und ich darf Sie hierzu ganz herzlich begrüßen. Gerne hätten wir uns gerade an diesem sonnigen Tag vielleicht wieder unter normalen Umständen getroffen, aber im Zuge der Corona-Pandemie ist es nicht möglich. Und so sind wir heute eben hybrid und digital zusammengekommen, um über den aktuellen Stand der Elektromobilität in Deutschland uns auszutauschen. Und zuallererst möchte ich mich deshalb auch im Namen meiner beiden Co-Vorsitzenden Dieter Janicek und Andreas Rimkus ganz herzlich bei unseren belgischen Gastgebern bedanken. Und ich darf ganz herzlich seine Exzellenz Herrn Gerd Meul, den Botschafter des Königreichs Belgien in Berlin, begrüßen. Und wir freuen uns sehr, dass Sie uns heute nicht nur als Gastgeber zur Verfügung stehen, sondern dass Sie auch diesen Abend tatkräftig mit unterstützt haben. Es ist schön, heute ein Stück in Belgien Heimat zu finden. Vielen Dank, lieber Herr Meul. Ja, ich begrüße und möchte mich ganz herzlich an dieser Stelle bedanken, dass heute der parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, Steffen Bilger, heute bei uns ist. Er ist ein gern gesehener Gast im Parlamentskreis Elektromobilität. Er war selbst mal Vorsitzender desselbigen. Und es ist heute sehr schön, lieber Steffen, ich darf das sagen, dass wir dich heute auch für einen Impuls gewinnen konnten und du diesen Abend bereicherst. Herzlich willkommen. Ich begrüße ganz herzlich oder möchte auch ganz herzlich Herrn Holger Lösch, den stellvertretenden Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Industrie, und Herrn Dr. Joachim Damaski, den Geschäftsführer des Verbands des Automobilindustrie VDA, ganz herzlich bei uns begrüßen. Und es freut mich auch, dass mit Johannes Pallasch, der Leiter der Leitstelle Ladeinfrastruktur der NOW GmbH, auch als Experte für Elektromobilität heute bei uns ist. Ihnen allen gilt ganz herzlich ein Willkommensgruß. Und es freut mich auch, dass wir auch mit Woman Power unterstützt werden und dass wir mit Eva Greienkamp, die Vorstandsvorsitzende der Berliner Verkehrsbetriebe, unter uns begrüßen dürfen. Seien Sie ganz herzlich alle willkommen. Unsere belgischen Gäste, und das hat nichts mit der Aussprache der Namen zu tun, werden selbstverständlich im Anschluss gleich von unserem belgischen Botschafter begrüßt und vorgestellt, weil es ist heute auch ein Abend von deutscher Seite und belgischer Seite, und deshalb steht dieser Austausch auch im Mittelpunkt. Ja, wir haben ein interessantes Programm auf die Beine gestellt. Wir möchten Entwicklungen in Deutschland, in Belgien und in der EU im Bereich der Elektromobilität und der alternativen Antriebe beleuchten. Wir haben dazu drei Themenblöcke uns vorgenommen und möchten im Bereich des Klimaschutzes, Verkehr, Ladeinfrastruktur und Smart Mobility uns austauschen. Und bevor wir gleich loslegen, gestatten Sie mir jetzt draußen an dem Bildschirm noch ein paar technische Hinweise. Die Veranstaltung übertragen wir als Livestream hier aus der Botschaft des Königreichs Belgien in Berlin. Ihre Fragen, Ihre Kommentare, Ihre Anregungen sind aber trotzdem genauso gut willkommen. Sie können sich live über die Chat-Funktion einbringen. Für die drei Diskussionsrunden werden wir gerne Ihre Fragen dann auch aufgreifen und in die Diskussion mit einbringen. Und sollten im Nachgang noch Fragen offen geblieben sein, dann freuen wir uns auch über Ihre Rückmeldung. Kommen Sie auch auf uns zu, auf die Vertreter des Deutschen Bundestags, uns als Parlamentskreis, des Industriekreis, aber auch auf die belgische Botschaft. Wir freuen uns gerne auf Ihre Anregungen. Und nun möchten wir keine Zeit verlieren und ich darf das Wort direkt an den Hausherrn, seine Exzellenz, Herrn Botschafter Meul, übergeben. Herzlichen Dank, dass wir da sein dürfen. Lieber Herr Schreiner, sehr verehrter Herr Staatssekretär Bilger, sehr verehrter Herr Minister Gilles Quinet, Monsieur le Ministre, sehr verehrte Mitglieder des Bundestages, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zum 10. Parlamentarischen Abend des Industriekreises für Elektromobilität. Und ich freue mich, dass wir diesen unter der Schirmherrschaft des Parlamentskreises Elektromobilität
aus der belgischen Botschaft senden können, obwohl sich die Covid-Situation gerade wieder ein bisschen normalisiert, konnten wir diese Veranstaltung leider noch nicht physisch oder analog, wie man nun sagt, stattfinden lassen, sondern nur eine wenige Referenten in unserer Botschaft persönlich begrüßen. Trotzdem ist es mir eine Ehre, dass wir heute Gastgeber sein dürfen, um das brandaktuelle Thema Elektromobilität in einem spannenden Austausch zwischen belgischen und deutschen Experten zu diskutieren. Also der heutige Abend, der steht unter dem Motto, was können wir voneinander lernen? Und im Hinblick auf die verschärften Klimaziele in Europa ist dies besonders wichtig, denn wir alle wissen, dass kein Land, kein einziges Land die enormen Herausforderungen, vor denen wir stehen, allein bewältigen kann. Wir müssen unsere Energien bündeln, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dazu gehört Vernetzung, Austausch, das Schaffen von Synergien, um so gemeinsam eine nachhaltige und klimafreundliche Mobilität zum Nutzen aller zu gestalten. Die Elektromobilität nimmt Fahrt auf. In Belgien wurden in 2020 über 120.000 Autos mit vollelektrischen oder hybriden Antrieben zugelassen. Dieser Anteil von nur 8,2% ist zwar noch nicht sehr eindrucksvoll, aber die Zuwachsrate steigt rasant. Der Kauf von Elektrofahrzeugen und Fahrzeugen mit anderen alternativen Antrieben wird in Belgien unterstützt von sowohl der Föderalregierung als auch von unseren Regionen. Ich freue mich sehr, dass unser belgischer Minister der Mobilität, Herr Georges Gilquinet, heute Abend einen Impulsvortrag zum Thema Elektromobilität erhalten wird. Wir werden in seiner Rede mehr darüber erfahren, wo Belgien steht und welche Prioritäten unser Land in diesem Bereich setzt. Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind gewaltig. Es gilt, die Mobilität genauso radikal zu verändern, wie wir es bereits mit der Energieversorgung begonnen haben. Unsere Wirtschaft, unsere Industrie und unsere Gesellschaft, die alle müssen dabei mitgenommen werden. Das Ganze muss finanzierbar sein, sozial gerecht gestaltet werden und mit Planungssicherheit einhergehen. Wie kann das erreicht werden, sowohl auf nationalem als auch auf europäischem Niveau? Und darüber werden wir in der ersten Debatte zum Thema Klimaschutz und Verkehr sprechen. Und aus Belgien wird uns Herrn Ben van Rose, Manager Manufacturing von Agoria, und Agoria ist unserem Industrie- und Technologieverband, der wird uns dazu interessante Einblicke geben. Um die Elektromobilität voranzubringen, ist eine gut ausgebaute Ladeinfrastruktur ziemlich unerlässlich. Zu Beginn des Jahres haben wir in unserem Land knapp 8.500 öffentliche Ladepunkte gezählt. Das ist ein guter Beginn, aber es reicht absolut nicht für einen Hochlauf. Außerdem brauchen wir geeignete Maßnahmen für den öffentlichen Verkehr sowie für die Nutzfahrzeuge. Und damit wir hieran schneller vorankommen, hat die flämische Mobilitätsministerin Lydia Peters Ende letzten Jahres ein Konzept zum Ausbau der Ladeinfrastruktur bis 2025 beschlossen. Und Sie werden darüber mehr von Herrn Chris Geysens vernehmen, und der ist Berater im Kabinett der Ministerin. In Belgien, das wissen Sie wahrscheinlich, ist individuelle Mobilität sehr wichtig und auch etwas Besonderes. Denn sehr viele Menschen aufgrund relativ kurzer Entfernungen, die pendeln eigentlich täglich zur Arbeit. Dienstwagen sind für Arbeitnehmer in Belgien ein wichtiger Teil ihres Arbeitslebens und auch ihrer Vergütung. Und es gibt hier sehr viele Möglichkeiten, um die individuelle Mobilität für Pendler nachhaltiger, effizienter, aber auch kostengünstiger und praktischer zu machen.
Digitale Lösungen werden hier eine entscheidende Rolle spielen und ich freue mich, dass wir heute Abend für diese Diskussion Herrn Michel Grandfis, den CEO von Labbox, gewinnen konnten. Und Labbox ist ein belgisches Startup im Smart Mobility Bereich. Das Startup hat schon viele interessante Modelle und Applikationen entwickelt. Wir werden in der heutigen dritten Debatte erfahren, welche vielfältige Chancen und Geschäftsmodelle sich aus der Verknüpfung von Digitalisierung und Verkehr ergeben können. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte nochmals betonen, wie sehr ich mich freue, heute mit meiner Botschaft Gastgeber für den parlamentarischen Abend des Industriekreises E-Mobilität sein zu dürfen. Mein herzlicher Dank gilt dem Bundesverband der deutschen Industrie für die hervorragende Vorbereitung dieses Abends sowie dem Parlamentskreis Elektromobilität für die Schirmherrschaft dieser Veranstaltung. Ich bin sehr gespannt auf unseren Austausch und übergebe nun gerne das Wort wieder an Herrn Felix Schreiner, den Vorsitzenden des Parlamentskreises Elektromobilität. Und ich darf jetzt schlicht und ergreifend die Überleitung machen, möchte mich aber ganz herzlich an dieser Stelle nochmals bei Ihnen bedanken, Exzellenz, Herr Botschafter, für Ihr herzliches Willkommen in Ihrer Botschaft, in Ihren Räumlichkeiten. Und Sie können sich sicher sein, wir werden auch gerne mal wieder kommen, wenn wir dann nicht nur uns digital begegnen können. Und jetzt möchte ich gerne die Überleitung machen für den Staatssekretär Steffen Bilger, der wie kein Zweiter sich natürlich im Bundesverkehrsministerium auch um unsere Anliegen und unsere Themen kümmert. Und wir sind sehr gespannt, was Steffen Bilger uns heute erst in einem Impuls und hinterher noch in einem ganz, ganz kniffligen Frage-Antwort-Spiel mit mir als neutralem Moderator diskutieren wird. Lieber Steffen, ich darf dich hier nach vorne bitten. Dankeschön. Ja, vielen Dank, lieber Herr Vorsitzender Felix Schreiner, lieber Herr Botschafter, lieber Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag. Andreas Rimkus, Dieter Janicek sind auch hier. Viele andere hoffentlich dann an den Bildschirmen, die unseren parlamentarischen Abend verfolgen. Ich freue mich auch, dass einige Referenten auch hier zugegen sind, die, wie es auch Botschafter bereits eingeführt hat, und Felix Schreiner sicher dafür sorgen werden, dass es ein spannender Abend werden wird. Ich freue mich immer, beim Parlamentskreis dabei zu sein. Ja, Felix Schreiner hat es ja schon gesagt, dass ich früher auch mit geschätzten Kollegen zusammen hier wirken konnte. Also das hat mir immer sehr viel Freude gemacht. Und dann ist natürlich schön, wenn man dann auch mal jetzt in der Funktion im Ministerium wieder dazukommen kann. Und dann ist auch noch ein Jubiläum. Also herzlichen Glückwunsch zum 10. parlamentarischen Abend, den ihr als Parlamentskreis veranstaltet. Und es ist gut, dass ihr diese Tradition auch fortgesetzt habt, dass ihr auch weiter nach interessanten Gesprächspartnern Ausschau haltet. Und wir haben das in der Vergangenheit ja auch immer wieder gemacht, dass wir in die Botschaft gegangen sind. Auch für mich die erste Gelegenheit, mal hier die belgische Botschaft zu betreten und dann immer diese Einblicke aus anderen Ländern zu bekommen. Das finde ich doch sehr spannend. Also schön, dass wir heute dann auch die Gelegenheit haben, etwas mehr über Belgien zu lernen und was dort alles gemacht wird, um die Elektromobilität voranzubringen. Und ich glaube, wir haben beide, Belgien genauso wie Deutschland, früh die Rolle der Elektromobilität erkannt für die Erreichung der Klimaziele, die große Bedeutung, die das hat, auch für Europa insgesamt. Und wenn man sich anschaut, welche Wege wir gehen, dann sind es schon ziemlich ähnliche Wege. Wir nutzen dieselben Hebel, um die Anzahl der elektrischen Fahrzeuge im Bestand zu erhöhen und um den Markthochlauf zu beschleunigen. Herr Botschafter hat schon einiges gesagt, was in Belgien sich gerade alles tut im Bereich der Elektromobilität. Sie haben in Belgien auch beschlossen, dass die Elektrifizierung von Firmenwagen mit steuerlichen Vorteilen beschleunigt werden soll. Steuerliche Vorteile für Elektroautos. Auch in Deutschland setzen wir ja auch auf die steuerliche Förderung und wie neben vielen weiteren Maßnahmen. Und das ist ganz wichtig, dass man immer diesen Mix sieht. Also es ist eben nicht nur das eine Mittel steuerliche Begünstigung, sondern es ist ausgebaute Ladeinfrastruktur.
Infrastruktur, es ist bis hin zu dem, was die Städte machen können, an kleinen Incentives für die Elektromobilität, ein ganzes Bündel, das das Thema voranbringt. Und im Ergebnis stellen wir eben fest, dass sich sowohl in Belgien als auch in Deutschland die Anzahl der Elektrofahrzeuge immer weiter erhöht. In Deutschland zeigen die Zulassungszahlen seit 2019 steil nach oben, der Ausbau der Ladeinfrastruktur, insbesondere auch der Schnellladeparks, schreitet voran. Und letzte Woche habe ich unser Ministerium beim Verkehrsministerrat in Luxemburg vertreten, wo auch Minister Schilgenet zugegen war. Da haben wir auch natürlich diskutiert über Klimaschutz im Verkehr, über die verschiedenen Ansätze. Es gab viel Einigkeit, was insbesondere auch die Unterstützung für die Elektromobilität anbelangt, dass das eben für ganz Europa ein wichtiger Bestandteil ist, wenn man die Klimaziele im Verkehr erreichen möchte. Und so sind wir sicherlich alle gespannt, Belgien genauso wie Deutschland und Sie alle, was auf der europäischen Ebene vorangehen wird mit dem Gesetzesvorhaben des Fit für 55% Pakets. Da haben wir die Gelegenheit, sicherlich auch der Elektromobilität auf europäischer Ebene nochmal einen Schub zu verleihen. Belgien, Deutschland, andere Vorreiterstaaten sollten dabei insbesondere den weiteren Ladeinfrastrukturausbau vorantreiben. Da gibt es große Unterschiede in Europa und das muss natürlich das Ziel sein, dass man in ganz Europa die Ladeinfrastruktur vorantreibt, dass es einfach ganz normal möglich ist, mit seinem Elektrofahrzeug durch Europa fahren zu können und sich sicher sein zu können, dass man auch überall laden kann. Es gibt eine gute europäische Zusammenarbeit, wenn es um die Förderung der Elektromobilität geht, auch zwischen den Mitgliedstaaten, zwischen uns und unseren Nachbarstaaten natürlich auch insbesondere. Und insgesamt konnten wir doch viel schon erreichen, um Elektromobilität in Europa voranzubringen. Wie gesagt, ganz wichtiger Bestandteil für uns, für Klimakonzepte in Deutschland, aber eben auch für die europäische Ebene. Und da freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit. Ja, wenn ich zum Parlamentskreis Elektromobilität kommen darf, dann klar, muss ich Ihnen erstmal berichten, was sich alles so tut in Deutschland, wenn es um die Förderung der Elektromobilität geht. Mittlerweile sind wir wirklich in einer Phase, wo es richtig zur Sache geht, also wo wir den Hochlauf jetzt wirklich sehen. Ich bin 2009 in den Bundestag gewählt worden, war seitdem auch für meine Fraktion für die Elektromobilität zuständig. Damals hatte die Bundesregierung gerade noch im Sommer vor der Bundestagswahl Marktziele durch den nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität bestimmt. Das eine große Ziel war 1 Million Elektrofahrzeuge bis 2020. Für dieses Ziel hat man lange gearbeitet. Okay, es wurde nicht erreicht, leider, aber jetzt sind wir eben endlich kurz davor. Und wir erinnern uns ja sicher alle noch an die ganzen Diskussionen auf dem Weg zur Erreichung dieses Zieles. Auch der Parlamentskreis hat sich da ganz intensiv immer eingebracht. Für uns hätte es gern alles ein bisschen schneller gehen können, manches etwas ambitionierter umgesetzt werden können. Und mitunter waren dann die langen Diskussionen schon auch etwas misslich. Aber wir sind dran geblieben, haben den langen Atem bewiesen und dann doch auch immer wieder gute Ergebnisse erzielen können. Die Bundesregierung hat damals auch schon gesagt, Deutschland soll Leitmarkt für Elektromobilität werden und Leitanbieter für Elektromobilität. Und da konnten wir schon lange Zeit mal ein Fragezeichen hinmachen. Leitmarkt, naja, wenn so wenige Fahrzeuge auf Deutschlands Straßen waren, Leitanbieter, da gibt es auch andere Anbieter auf der Welt, die da auch sehr gut sind in Sachen Elektromobilität. Also es war nicht immer einfach, aber Stand heute, würde ich mal sagen, hat sich wirklich sehr viel getan. Also seit geraumer Zeit entwickelt sich der Markt sehr dynamisch. So war das gesamte zweite Halbjahr 2020 geprägt durch monatliche Rekorde bei den Neuzulassungen elektrischer Fahrzeuge. Wir hatten im Dezember ein Allzeithoch mit fast 83.000 Fahrzeugen, die neu zugelassen wurden. Und ich kann Ihnen sagen, der Trend setzt sich auch im aktuellen Jahr weiter fort. Im ersten Quartal diesen Jahres wurden ca. 145.000 Elektrofahrzeuge neu zugelassen, davon etwa 65.000 reine Elektrofahrzeuge. Das sind nahezu doppelt so viele Fahrzeuge wie im gesamten Jahr 2019. Die aktuellen Zulassungszahlen von Ende Mai liegen seit letztem Freitag vor. Den Zahlen können wir entnehmen, dass erneut ca. 54.000 Elektro-Pkw neu zugelassen wurden. Also das sind schon erfreuliche Zahlen, so kann es weitergehen. Ich bin mir sicher, dass es auch so weitergehen wird. Wenn man sich dann den Anteil der Elektrofahrzeuge bei Neuzulassung anschaut, dann sind es mehr als 23%. Also das unterstreicht, wir sind da wirklich auch im Massenmarkt angekommen. Beim Gesamtbestand der Fahrzeuge sind wir jetzt bei rund 900.000. Also das 1-Million-Ziel werden wir jetzt auch in diesem Sommer dann endlich noch erreichen. Darüber können wir uns dann mit etwas Verspätung freuen.
Dann diskutieren Sie nachher auch noch über den ÖPNV und Elektromobilität, was ich sehr gut finde, weil in der öffentlichen Diskussion sind wir manchmal zu sehr nur auf den PKW fixiert. Also auch bei Bussen, genauso im LKW-Bereich gibt es eben auch alternative Antriebe, die wir dringend brauchen, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen. Auch im ÖPNV lassen sich wachsende Marktanteile an Alternativen erkennen. Wir haben erst vor kurzem im Bundestag die nationale Umsetzung der Clean Vehicles Directive beschlossen. Also öffentliche Beschaffung muss mit alternativen Antrieben einhergehen. Wenn man die Elektrobusse mal sich genau anschaut, dann sind 900 in Deutschland zurzeit im Einsatz. Nach der Zielsetzung des Klimaschutzprogramms sollen bis 2030 nahezu 50% der Stadtbusse elektrisch fahren. Also 40.000 Stadtbusse in Deutschland haben wir, 80.000 insgesamt, 40.000 sind die Stadtbusse. Das heißt, da gibt es dann schon noch ein erhebliches Potenzial, was zu erreichen ist. Also etwa 20.000 elektrisch angetriebene Busse, sei es mit Batterie, mit Brennstoffzelle oder mit Batterieoberleitung, müssen wir dann noch erreichen. Aber wir nehmen ja großes Interesse auch bei allen Beteiligten im Markt wahr. Viele wollen mitmachen bei den alternativen Antrieben und natürlich auch ihren Beitrag leisten zur Erreichung der Klimaziele. Dafür haben wir auch Fördermöglichkeiten, denn es ist immer noch teurer, einen solchen Bus anzuschaffen. Wir können viel machen mit Förderung, einen großen Teil der Mehrkosten abdecken, sodass das Ganze dann auch für die Unternehmen, die Busanbieter sind, wirtschaftlich werden wird. Also da steht in Kürze auch noch mal einiges bevor, müssen wir immer bei der Europäischen Union die Notifizierung durchlaufen, aber das sind wir jetzt dann auch auf einem guten Weg. Ja, unterm Strich haben wir jetzt mit Verspätung dann bald unser 1-Million-Ziel erreicht. Ich würde sagen, bei dem Anspruch, Leitmarkt zu sein, sind wir auch auf einem sehr guten Weg. Dann bleibt noch das Thema Leitanbieter. Das richtet sich vor allem natürlich auch an die Industrie, sei es die Autohersteller oder auch die Zulieferer und viele andere Beteiligte. Da hat es ein bisschen länger gedauert, aber manchmal ja, ist ja einfach so, dass es etwas länger braucht. Aber mittlerweile haben wir da, glaube ich, auch einen guten Pfad eingeschlagen, sodass wir auch bei der Leitanbieterschaft doch viel Positives sehen. Das können andere nachher viel besser sagen, wie viele deutsche Elektrofahrzeuge schon in anderen Ländern der Welt verkauft werden, hohe Marktanteile, die es gerade auch in den Ländern gibt, die besonders führend sind, wenn es darum geht, viele Elektrofahrzeuge auf die Straßen zu bringen. Jetzt muss ich aber natürlich noch was zum Thema Ladeinfrastruktur sagen, denn das ist eine der ganz zentralen Säulen, wenn wir vorankommen wollen bei der Elektromobilität. Wir haben auf jeden Fall das nötige Geld zur Verfügung. Danke an den Deutschen Bundestag, denn da geht es wirklich um Milliardensummen, die zur Verfügung gestellt werden müssen für den Ausbau der Tank- und auch Ladeinfrastruktur. Sei es für die privaten Pkw mit unserem sehr erfolgreichen Programm, wo wir jetzt mehrere hunderttausend Ladepunkte privater Ladeinfrastruktur realisieren können, bis hin dann zu einer Ladeinfrastruktur, die von Bussen genutzt werden kann. Heute im Verkehrsausschuss unser Konzept für das Schnellladegesetz, also dass wir ein Backbone schaffen, dass überall Schnelllademöglichkeiten sicher zur Verfügung stehen. Das mal nur als ein paar Beispiele, was wir da alles machen konnten schon bisher. Ein paar Zahlen will ich Ihnen noch nennen, also 380 Millionen Euro, mehr als 1000 Vorhaben mit ca. 20.000 Fahrzeugen, 10.000 Ladeinfrastruktureinheiten, die wir realisieren konnten im Zeitraum 2015 bis 2020, wo wir noch anfangs im frühen Stadium waren. Und jetzt geht es natürlich richtig um den Hochlauf der Elektromobilität, also auch um noch viel mehr Investitionen in die Ladeinfrastruktur. Das ist allerdings keine Aufgabe, die nur der Staat erfüllen kann, sondern das sind natürlich auch alle anderen gefordert. Und wir müssen auch bei der Elektromobilität ja dahin kommen, dass es ohne diese staatliche Förderung funktioniert. Aber ich glaube, da sind die Voraussetzungen da, weil mit den höheren Stückzahlen die Preise sinken, sowohl für den Kauf von einem Elektrofahrzeug, aber natürlich auch, wenn mehr Ladevorgänge an den Ladesäulen stattfinden, dann auch Geschäftsmodelle sich beim Thema Ladeinfrastruktur entwickeln. Ja, damit konnte ich Ihnen einen Einblick geben in einige unserer aktuellen Vorhaben, in das, was wir gerade umsetzen und eben auch eine gewisse Bilanz ziehen, was wir bisher erreicht haben bei der Elektromobilität. Aber ich will es nochmal unterstreichen, da geht es noch viel, viel weiter. Es geht jetzt erst richtig los mit dem Hochlauf bei der Elektromobilität. Und wir stehen als Bundesregierung ganz klar dazu, dass wir auch weiter die Elektromobilität unterstützen müssen, insbesondere eben beim Ausbau der Ladeinfrastruktur und mit vielen weiteren Rahmenbedingungen, die dann auch den Verbrauchern helfen, sich für Elektrofahrzeuge zu entscheiden. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
dann versuche ich jetzt mal ein paar Fragen erstmal auch zu stellen. Und ich glaube, ich möchte mich erstmal bedanken für den Einblick. So in einer Legislaturperiode von jetzt 4 Jahren macht man sich natürlich am Anfang Gedanken, was man gerne umsetzen möchte. Und man zieht am Gegenende vielleicht die Bilanz, was man dann auch erreicht hat. Und vielleicht auch bei den Erfolgsmeldungen, das ist das eine. Aber wenn man dann rückblickend sagen würde, wo hättest du dir vielleicht an der einen oder anderen Stelle im Bereich der Elektromobilität vielleicht auch noch mehr gewünscht oder mehr erwartet? Wo warst du vielleicht auch nicht zusammen ganz so zufrieden mit dem Parlament als Regierungsvertreter oder kann es ja auch geben, aber wo hätte man vielleicht, an welcher Stelle hätte man noch mehr erreichen können und an welcher Stelle müssen wir noch mehr erreichen? Also ich bin jetzt natürlich als Vertreter der Bundesregierung ein bisschen befangen, weil ich eigentlich für mich zum Ergebnis komme, in der Legislaturperiode haben wir schon echt viel hinbekommen. Also es war eine große Offenheit für die Unterstützung der Elektromobilität, natürlich auch durch die Klimadebatte, aber auch weil wir sehen, was für eine Transformation der Automobilindustrie, was ja für unser Land auch sehr wichtig ist, gerade ohnehin abläuft. Also es gab eine große Offenheit und wir hatten eben auch die nötigen Haushaltsmittel. Und ich glaube, die Fehler, die wir in Deutschland gemacht haben, die sind eher schon ein paar Jahre zurück, wo manchmal einfach das Geld gefehlt hat, um Elektromobilität anzureizen oder wo wir halt viel zu lang diskutiert haben. Also wir sind ja in der gleichen Fraktion. Da gab es in unserer Fraktion zum Teil Diskussionen, wo man noch grundsätzlich Überzeugungsarbeit leisten musste, ob Elektroautos überhaupt den Sinn machen, ob sich das überhaupt durchsetzen wird. Das ist jetzt einige Jahre her, aber auch noch nicht so viele Jahre. Ich glaube, da haben wir einfach viel Zeit verloren auf dem Weg jetzt hin zu diesem Hochlauf, wo aus meiner Sicht jetzt wirklich sehr viel passiert. Also was müssen wir für die Zukunft noch hinkriegen? Klar, die Ladeinfrastruktur, die muss noch besser ausgebaut werden. Ich finde, die ist ziemlich gut für den Bestand an Elektrofahrzeugen, die wir jetzt haben. Aber es kommen halt so viel mehr Elektrofahrzeuge auf den Markt. Da muss sichergestellt werden, dass die alle auch überall laden können. Dann schon auch meine Aufforderung an die Industrie, für das entsprechende Angebot zu sorgen. Es kommen viele Fahrzeuge jetzt auf den Markt, auch attraktive Fahrzeuge, aber noch nicht in allen Segmenten. Und ich werbe auch immer dafür, dass wir dann nicht nur den PKW, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, im Blick haben, sondern dass wir halt auch an LKW denken. Da gibt es verschiedene alternative Antriebe, die Sinn machen, aber für die Kurzstrecke eben auch der elektrisch angetriebene LKW. Im Bereich der Busse muss es ein attraktives Angebot geben, auch mit sinkenden Preisen, dass die sich dann auch schnell durchsetzen können am Markt. Auch da wird noch viel passieren mit besserer Batterieleistung, mit besseren Reichweiten. Also ja, ich glaube, wenn wir Ladeinfrastruktur weiter ambitioniert anpacken und auch sonst dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen gut sind für die Elektromobilität und die entsprechenden Fahrzeuge auf den Markt kommen, dann sieht es gut aus für die Zukunft. Natürlich auch für mich als Schwarzwälder lacht da das Herz, weil natürlich in meiner Heimat, die er gut kennt, war das natürlich bisher schon ein Thema, wenn man den Bürger ja vielleicht auch bewegen wollte, umzusteigen auf ein elektrogetriebenes Automobil, dass es vielleicht beim einen oder anderen noch, ja, was die Reichweiten angeht, einfach auch Gedanken gegeben hat. Und wenn wir über alternative Antriebe reden, macht das natürlich gleich bei mir die nächste Frage auf, und das ist der Bereich von Wasserstoff. Wir diskutieren ja auch bei uns im Parlamentskreis sehr viel, und ich glaube, wir sind uns da auch einig, dass es da auch kein Gegeneinander geben darf, sondern dass man das auch miteinander diskutieren kann. Aber jetzt haben wir natürlich auch eine starke Fokussierung auf die Elektromobilität, und deshalb jetzt auch mit Blick auf die kommenden Jahre, welche Rolle spielt da aus deiner Sicht die Wasserstofftechnologie? Ja, das fand ich immer gut im Parlamentskreis Elektromobilität, dass wir immer gesagt haben, wir wollen kein Gegeneinander, sondern wir brauchen die alternativen Antriebe alle. Da gibt es unterschiedliche Schwerpunkte, wo das am meisten Sinn macht. Und in Zukunft wird es einfach so sein, wer sich ein Fahrzeug kauft, der wird halt eine Bandbreite haben, auch an Antriebsmöglichkeiten. Und so wie man sich halt früher entschieden hat, vielleicht für Diesel, Benzin, wird man sich heute die Frage stellen, nehme ich Elektroauto oder nehme ich dann noch einen Verbrenner oder setze ich vielleicht auch mal auf Wasserstoff. Vielleicht gibt es irgendwann auch noch Wasserstoffautos aus deutscher Produktion, nicht nur aus asiatischer. Müssen wir nicht als Politik entscheiden, aber ganz klar für uns als Bundesregierung ist, dass wir auf Technologieoffenheit setzen, insbesondere auch wir als Verkehrsministerium. Wir haben die nationale Wasserstoffstrategie verabschiedet.
Andreas Rimkus könnte auch viel erzählen, was da alles nötig war, damit es dann mal richtig voranging. Haben wir auch ein bisschen länger gebraucht. In dem Fall war es aber gar nicht so schlecht, weil wir dann plötzlich in der Corona-Phase waren, wo auch klar war, wir müssen viel Geld investieren, dass wir die Corona-Krise überwinden können. Und das hat uns sehr geholfen, dass wir jetzt auch viel Geld für die nationale Wasserstoffstrategie zur Verfügung haben, 9 Milliarden Euro. Und da bin ich auch froh, dass sich auf der europäischen Ebene sehr viel getan hat, weil vor ein paar Jahren war es noch so, dass schon eine starke Fokussierung, ja auch bei uns, bei einigen, auf die Elektromobilität, nur war auch auf der europäischen Ebene. Die EU-Kommission hat auch eine Wasserstoffstrategie jetzt verabschiedet, die sehr gut zu unserer passt. Und auch das haben wir bei dem Verkehrsministerrat diskutiert, aber ich nochmal angesprochen, dass wir natürlich ein europaweites Netz brauchen an Tankstellen für wasserstoffbetriebene Lkw. Wenn wir das schaffen wollen, dass der Straßengüterverkehr auch klimafreundlich wird, dann müssen wir definitiv auf Wasserstoff setzen und die synthetischen Kraftstoffe spielen natürlich auch eine wichtige Rolle, weil wir so viele Millionen Fahrzeuge im Bestand haben. Wenn die wiederum klimafreundlich werden sollen, dann brauchen wir synthetische Kraftstoffe. Auch da tut sich viel, können auch wir als Ministerium viel machen, jetzt für die Förderung von Produktionsanlagen. Aber da haben wir dann auch mit der europäischen Ebene gerade ein paar Diskussionen, dass zum Beispiel die synthetischen Kraftstoffe dann auch angerechnet werden können und dass wir wirklich alle Möglichkeiten nutzen, die die ganze Bandbreite der alternativen Antriebe bietet, um Klimaschutz im Verkehr zu erreichen. Vielen Dank und unseren Staatssekretär Steffen Bilger. Meine Damen und Herren, wir haben wie auf einer Live-Sendung ein straffes Regieprogramm und deshalb darf ich mich jetzt noch mal ganz herzlich beim parlamentarischen Staatssekretär Steffen Bilger für seinen Impuls bedanken. Und genau. Und gebe die Moderation ab an meinen Kollegen Dieter Janicek, der live mit nach Belgien sich jetzt gleich schalten wird und ein Gespräch online führen wird. Vielen Dank und ich gebe das Mikrofon, hat sich schon abgegeben. Das ist live, meine Damen und Herren, an den Kollegen Janicek. Dankeschön. Das konnten jetzt die Zuschauer nicht sehen, aber das Mikrofon ist mir aus der Tasche gefallen. Aber ich glaube, ich konnte es so einstellen, dass man es hört. Ja, die Technik sagt, das ist wunderbar. Ja, ich freue mich auch heute mit dabei zu sein. Ich freue mich auch, dass wir das Thema Elektromobilität so interfraktionell und auch mit einer Begeisterung, glaube ich, angreifen. Ich glaube, das ist auch genau richtig so. Ich bin selber auch überzeugter Elektromobilist. Aber ich rede jetzt nicht viel. Ich stelle mich nur kurz vor. Ich bin einer der Co-Vorsitzenden der Parlamentsgruppe, Mitglied der Grünen-Fraktion, mache dort die Industriepolitik im Schwerpunkt und freue mich jetzt auf den Impulsvortrag des belgischen Vizeministerpräsidenten und Verkehrsministers, Herrn Gilles Quinet. All today at the Belgian Embassy in Berlin, we are gathered to talk about e-mobility. E-mobility has a central role to play in the future mobility policy in Belgium, like in Germany and in the whole world. The Belgian mobility approach is founded on three main pillars: avoid, shift, and improve. First, avoid. We have to reduce mobility needs by promoting the home working or even office services, schools closer to home. Second, shift. We have to share more between the different transport modes and we have to prioritize it. To implement our vision, we use in Belgium the STOP principle, which is rather popular in our country. First is S for stappen in Dutch, walk. Second is trappen in Dutch, bike. Third is openbaar vervoer in Dutch, public transport. And fourth, persons wagens in Dutch, individual cars. We have to give the priority for workers, for bike, for public transport, and then for individual cars. For example, with the Belgian government, we are working on a federal cycling plan, which aims to promote the modal shift between train, bike, and mass mobility as a service. Third, we have to improve. We have to innovate for a better and more sustainable mobility. And e-mobility fits in this third perspective, improve. Mentalities are changing. We know
longer use our cars as we did decades ago. Our motto is clear. If you do need a car, then use one that is as small and light as possible and as big as needed. The European environmental goals are ambitious. Reducing the CO2 emission by 90% in 2050, 55% in 2030. And it's also the goal of the new Belgian government. To reach this goal, we need to be united with one vision. And to be effective, we must be looked at. A part of our mobility cannot be avoided or shifted. It's called residual mobility. Some cars and light or heavy duty vehicles will still be needed in the coming decades. Electric vehicles do not emit any CO2. They could be a part of the solution. But what about the life cycle? Which impact does the life cycle of an electric vehicle have to our environment? We must improve that. There are still a lot of questions about the real impact of electric vehicles on our climate and environment. Firstly, the production of batteries depends directly on the collection of raw materials that are used to produce them. By raw materials, I mean cobalt, lithium. For example, cobalt used in batteries comes mainly from the Democratic Republic of Congo. 90% of the cobalt mines are legal, but 10 are not. The origin of raw material must be guaranteed. Suppliers are currently working on batteries without cobalt. No, in Belgium, a recycling process exists to recycle old batteries, to collect cobalt, and to reproduce new batteries. The use of rare earth metal should be guaranteed with the lowest environmental impact possible. Secondly, the production of batteries itself needs electricity. 1 kWh has a cost, an environmental cost. It produces CO2 from 65 per kWh. In Europe, to 100 kilometers, kilograms per kilometer in China. Most of the batteries are produced in China. New and investment aim to develop battery production units here in Europe to make the electricity mix in Europe even greener. Thirdly, electric vehicles need an electricity mix for power. We have to continue our effort to produce ever more renewable energy. According to Transport and Environment, the positive impact of electrification comes as of 15,000 kilometers for smaller and lighter cars, and as of 30,000 for heavier cars. Some scientists have studied the issue of electric vehicles, in particular in a comparison with thermal vehicles. A study from the Belgian University VUB highlights some salient difference and concludes that, yes, electric vehicles are cleaner. Yes, the production place of batteries increase this advantage. Yes, a reduction of waste and electricity consumption could reduce the environmental impact of electric vehicles even more. Yes, new battery technologies, battery reusing and recycling have a positive impact and have therefore to be developed. The electrification of vehicles has a potential to find mobility solution. But we have to make the right choices. In Belgium, on
6 million cars more than on 6 million cars more than 1 million are company cars. It's a bit too much, but it is another story. Thus, one out of our six cars is in Belgium a company car. With the new Belgium government, we decided to promote electrification in the company car segment by changing fiscal rules. All new company cars will have to be e-cars in 2026. More than 1 million e-cars then. Company cars are an ideal segment with a shorter lifetime, average 4 to 5 years, a higher purchasing power, and a faster return on investment. But we do get questions on the topic. Will Belgium be able to produce enough electricity for 1 million e-cars? Electrification has indeed an impact on the electricity grid. But my answer, our answer, is that it can also be the perfect match with renewable energy. Elia, the operator of the high voltage electricity transmission system in Belgium, made an analysis highlighting the impact of smart charging versus regular charging. The difference is considerable. Our revision of the car fiscality includes a fiscal advantage to promote smart charging. We expect a positive impact on the grid for a better load management of our nuclear phase out, because we decide to get out nuclear like in Germany. We follow the evolution of our electricity mix. Our objective is to make it as renewable as possible and to promote the reduction of electricity consumption. Every electric vehicle needs charging solution. At home, we make charging more attractive thanks to fiscal deductibility. At a co-owned building with a parking lot, the law has been recently adapted to make it easier. On streets, our regions are working on public charging development such that everyone without a parking lot could find a charging station close to their home. I'm working on an update of the traffic regulation for a better use of slow public charging and a better shift for users. At the office, semi-public charging solutions are also fiscally attractive. I would like to highlight the impact of the weight of the cars on electric consumption. Some vehicles consume much more than others. We know that. That also goes for e-cars. On average, a sedan or a compact car consume 15 kilowatts per 100 kilometers. SUV consume on average 24 per 100 kilometers. Two vehicles with the same range, but two different batteries. The battery of a SUV need to be 60% bigger. Again, the weight of electric vehicles is the key. Therefore, I'm going to support initiatives such as LISA Car that promote lighter and safer cars. Electrification is on its way, but some issues still need to evolve. Firstly, the market of light-duty vehicles is growing. It's still a niche due to much higher price in comparison with thermal vehicles. How to get e-car more accessible? It's a very important question. Secondly, is electricity the solution for heavy-duty vehicles? Colroy Group in Belgium is currently testing semi-electric vehicles for deliveries in cities. What is the best solution for heavy trucks? Hydrogen, bio and LNG, electricity? It's another question. Thirdly, today in Belgium, 27 fast chargers are set up per 100 kilometers of highway. Is that enough for higher ambition? This is the third question. Fourthly, consumption and weight of electric vehicles are decisive factors to reduce their carbon
footprint, the impact on the electricity grid and the safety of users. How to change the current trend? How to give to have lighter cars? Some very important questions which need concrete solutions. To make electrification a success for everyone, we must innovate proactively. My ambition is to support the innovation in applying my tagline, my mobility, my liberty. Thanks. Thank you for listening. Thank you very much, Mr. Deputy Minister, for raising up a lot of interesting questions on renewable energy, lighter cars, and the question, where do we get all the resources for batteries? So vielen Dank für diesen sehr spannenden Vortrag. Und jetzt kommen wir in die Themenblöcke. Drei Themenblöcke sind vorgesehen. Das eine Thema ist das Thema, Klimaschutz im Verkehr. Das zweite wird das Thema Ladeinfrastruktur und das dritte Thema dann das Thema Smart Mobility jetzt hier vertieft diskutiert. Und ich freue mich, dass Felix Schreiner jetzt wieder die Moderation übernimmt. Danke. Dankeschön, Dieter Janicek. Dann darf ich jetzt erst einmal physisch zu mir bitten, Sie, lieber Holger Lösch, für den BDI. Und es freut mich, dass Sie sich heute auch die Zeit nehmen, dass Sie heute mit uns diskutieren. Sorry, dass ich ein bisschen später kam. Es ist gar nicht aufgefallen, ich habe Sie begrüßt, wir sind ja live. Aber es ist schön, lieber Lösch, weil Sie, glaube ich, schon einen sehr, sehr wichtigen und guten Einblick auch in die Industrie in Deutschland haben und den uns heute mitteilen können. Und jetzt hoffe ich, dass technisch alles so funktioniert, dass wir unseren Diskussionspartner Ben van Rose begrüßen dürfen von Agoria, der dann digital zugeschaltet wird. Dann dürfte ich nämlich Herrn van Rose auch begrüßen. Da ist er. Einen schönen guten Abend. Herzliche Grüße aus Berlin, lieber Herr van Rose. Wir haben heute bereits telefoniert und es freut mich, dass Sie sich die Zeit nehmen und heute mit uns diskutieren. Ich möchte vorweg sagen, weil ich mein Handy hier mitgenommen habe, ich gucke da ab und zu drauf, weil dort werden die Fragen, die dann möglicherweise aus dem Chat kommen, mir übermittelt. Also ich chatte nicht dann mit meiner Frau nebenher, sondern ich schaue, dass ich da etwas in die Diskussion mit einbringen kann. Aber ich würde, glaube ich, gerne mit Ihnen, Herr van Rose, beginnen und möchte einfach auch mal nach Belgien fragen. Erstmal vielleicht, dass Sie auch kurz was zur Agoria sagen, aber auch einfach den Stand der Elektromobilität in Ihrem Land uns berichten. Also vielen Dank für die Einladung. Da sind schon viele Sachen erzählt heute Abend, die uns diesen Diskussion einleiten. Selber bin ich verantwortlich für die Manufacturing Industries in Agoria und dazu gehört auch dann alles, was Mobilität ist, aber auch diese Produzenten von Fahrzeugen, also die OEMs von Fahrzeugen gehören auch dazu. Also das ist, was wir machen. Wir sind 200 Leute, die 2000 Mitglieder unterstützen in ihrer täglichen Arbeit. Also wo stehen wir heute? Gab es schon ein paar Daten und was der Minister auch gesagt hat, die Bundesregierung hat so diesen Steuergesetzgebung gestartet und das ist für uns ein ganz guter Schlüssel, um die Vergrünung von den Fahrzeugen einzuladen. Wenn wir nach unserer Meinung vergleichen mit was Deutschland gibt, dann wenn wir die Daten von der Europäischen Alternative Fuels Observatory sehen, dann glauben wir, dass wir heute prozentual fast die gleiche Menge voll elektrische Fahrzeuge haben wie Deutschland. Also nach unserer Meinung tun wir es nicht schlecht. Aber es gibt noch mehr Impulsen und da sind die verschiedenen Regierungen auch voll dran. Was die öffentlichen Ladestationen angeht, die Zahlen an sich, die sagen ja noch nicht so viel. Wir haben noch heute ungefähr so ein 8000 öffentliche oder halb öffentliche Normalladepunkte und 500 Schnellladestationen. Und das geht jeden Tag schneller und schneller. Und irgendwann müssen wir einen Punkt nehmen, wo wir das Vergleich machen. In Deutschland hatten sie auf die gleichen Momente 37.000 öffentliche normale Ladepunkte und 7.500, 400, wenn wir vergleichen.
Es gibt viel mehr als Menge an sich, aber wenn wir diesen Verhältnis Elektrofahrzeug pro öffentlicher Ladepunkt nehmen, dann sitzt es nicht schlecht. In Berlin haben wir auch 13 Elektrofahrzeuge pro öffentlicher Ladepunkt. Und wir glauben damit auf dieselbe Höhe von Deutschland zu sitzen. Also zählt nicht schlecht heute auf heute. Herr Lösch, ich glaube, es ist unumstritten, dass Deutschland das Automobilland Nummer 1, vielleicht sogar auf der Welt, ganz sicher auf der Welt ist. Und deshalb auch die Frage ganz direkt an dir: Wo steht die Industrie in Deutschland? Wie weit sind wir mit der Elektromobilität und über welche Wertschöpfungsketten können Sie uns da auch berichten? Ja, also ich denke, Steffen Bilger hat ja vorhin die Erfolgsgeschichte und die Erfolgszahlen schon auch deutlich aufgeblättert. Ich denke, wir sind da auf dem Weg. Dieses ominöse 1-Millionen-Ziel, das wird jetzt dann auch irgendwann erreicht. Ich denke, mit ein bisschen Unschärfe ist das auch okay, dass das nicht in diesem Jahr, im letzten Jahr erreicht wurde. Also wir sind da auf einem guten Weg. Wir sind technologisch auf einem guten Weg. Man sieht es an den Zahlen, die deutschen Automobilhersteller machen schon weltweit einen sehr großen Anteil an den Patenten aus, aber auch inzwischen an den Fahrzeugen, die in die Märkte kommen, die auch zugelassen werden. Das heißt, die Technologiestärke Deutschlands, der Automobilindustrie, aber auch, weil ich jetzt Wolfgang Weber von der Elektroindustrie hier sehe, auch der anderen Industrien, die einen ganz engen Wertschöpfungsverbund mit der Automobilindustrie zusammenbilden in Deutschland, die haben da hier gute Arbeit geleistet und ich denke, im Pkw-Bereich kommen wir hier wirklich sehr, sehr gut voran. Nun reicht es natürlich nicht aus, ausschließlich Elektro-Pkws zuzulassen, sondern ich denke, die Herausforderung wird natürlich noch sehr viel größer werden. Wir werden sicher beim Antriebswechsel die größten Effekte auch erzielen, aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt auch Fragen wie Brennstoffwechsel, es gibt den Verkehrsträgerwechsel, auch die Frage, wie gehen wir von Straße auf Schiene und von Individualverkehr auch ein bisschen mehr auf öffentlichen Nahverkehr. Und es gibt die große Frage der Digitalisierung und der Effizienz. Das Ganze steht natürlich auch unter zwei anderen Dingen, die wir ansprechen müssen. Das ist der Strommix. Der Strommix ist zwar per Definition auf CO2-neutral für Elektroautos gelegt, aber er ist es natürlich nicht. Also das heißt, das muss man ganz eng verknüpfen mit dem Hochlauf der Erneuerbaren in Deutschland, um auch den Strommix dann richtig gut und grün zu kriegen. Und ein wichtiger Punkt ist die Infrastruktur. Die Ladeinfrastruktur ist neben den Reichweiten genau das, was die Menschen heute manchmal noch davon abhält, sich ein Elektroauto zu besorgen. Und da sehe ich schon auch eine starke staatliche Verpflichtung, zum einen natürlich Anreize zu schaffen, dass die Ladeinfrastruktur passiert, zum zweiten aber auch um Regulierungen anzupacken, die dann heute dazu führen, dass sich Eigentümergemeinschaften in Wohnanlagen Wochen und Monate darüber streiten, ob einer irgendwie eine Wallbox einbauen darf. Also so kommen wir da nicht weiter. Also da gibt es eine Reihe von Dingen. Aber einen letzten Punkt, den ich machen muss, wir müssen, und das hat Steffen Bilger ja vorhin auch gesagt, wir haben nicht nur den Pkw, wir haben auch den Lkw, wir haben auch Teile der Schiene, die noch nicht, die noch mit fossilen Brennstoffen fahren, noch nicht mit Strom. Also wir müssen auch gucken, dass wir alle Hebel ziehen und dazu gehört für mich natürlich auch die Brennstoffzelle. Vor allen Dingen, wenn ich natürlich darauf gucke, was in der Welt passiert. Es ist nicht auszuschließen, dass nicht alle großen Länder dieser Erde komplett auf Elektromobilität setzen, sondern auch sich mit anderen Technologievorgaben auch beschäftigen werden. Und da muss natürlich die deutsche Industrie, die Automobilindustrie mit ihrer enormen Exportorientierung in der Lage sein, auch zu liefern. Und auch die Brennstoffe können angesichts von 1,2 Milliarden Fahrzeugen auf dem Planeten, die nicht nächstes Jahr alle komplett neu ausgetauscht werden, natürlich auch eine wichtige Rolle spielen. Also da ist ein großes Feld. Ich sehe uns da gut aufgestellt. Ich glaube, dass wir nach der Wahl noch ein paar Diskussionen führen müssen, wie technologieneutral wir an manchen Stellen sind. Aber technologisch, glaube ich, hat Deutschland hier zusammen mit den Partnern in Europa ein ganz, ganz gewichtiges Wort in der Welt mitzureden, wenn es um die Zukunft der Mobilität geht. Vielen Dank, Holger Lösch. Herr van Rose,
Ich möchte vorweg sagen, er hat mir gesagt im Vorfeld, sein Deutsch ist so schlecht, bisher konnte ich das nicht feststellen, aber eben ich, lieber Herr van Rose, weil Sie ja uns aus Belgien zugeschaltet sind, ist in Ihrer Nachbarschaft ja vor kurzem der European Green Deal nicht nur verkündet, sondern auch beschlossen worden im Europäischen Parlament. Und ich würde einfach die Diskussion gerne interessieren, wie diskutiert man das in Belgien, wie diskutiert man das mit Ihrer Regierung, wie stellt man sich zu den europäischen Zielen, die da ganz in Ihrer Nachbarschaft beschlossen wurden? Ja. Erlauben Sie mir, dass ich auch mal die belgische Wertschöpfungskette nach vorne bringe, weil da haben wir vielleicht als Belgien, als Automobilland, kommt ja nicht mehr nach vorne. Und wenn Sie mir das erlauben, wollte ich das mal doch mal kurz dazu weitergehen, wenn das für Sie okay ist. Geht das, oder? Wir erlauben Sie sind alles. Okay. Ja, ich wollte nur mal sagen, dass wir auch was in Belgien als Wertschöpfungskette, also wir sind besonders stolz, dass Audi auch das erste elektrische Auto Audi in Belgien produziert hat. Wir haben auch Volvo und die Sportback haben wir auch in Belgien und dann die Nachfolgemodelle sind angekündigt. Also da sind wir ganz stolz drauf. Aber auch Volvo Cars hat zwei voll elektrische Fahrzeuge, das Werk komplett eingerichtet, um zwei elektrische Fahrzeugtypen zu bauen. Volvo Europe als LKW, wo sie auch sagen, dass wir die Elektrifizierung damit rechnen sollen, das ist auch, hat auch entschieden, das Zentrum für Elektrifizierung in Belgien zu machen für LKW. Und auch wenn wir reden über Elektrobusse, dann haben wir WDL, doch eine von den ganz großen Spielern in Elektrobusse in Europa, hat auch entschieden, ein Zentrum für Elektrifizierung in Belgien zu machen. Und auch in die Forschung und Entwicklung und in die Gesamtkette Rohmaterialien und die Montage von Recycling haben wir da ein paar Weltspieler, auch Spieler mit Weltrang, Umicore und PEC zum Beispiel, aber auch IMEC und VUB, wie es schon genannt vorher. Also wir haben eine Rolle zu spielen und vielleicht auch in die Batteriezellen. Wir haben den Raum, wir haben in Forschung und Entwicklung, wir haben die Spieler, also vielleicht können wir auch zusammen mit der deutschen Automobilbranche Schritte nach vorne bringen, angehend Produktion von Batteriezellen. Bei dieser eine offene Einladung. Angehend diese andere Frage, wenn Sie mir das noch eine Minute erlauben, dann für die 55%, Entschuldigung, ich bin ein klein bisschen, brauchen wir. Wir möchten als einen konstruktiven Beitrag zum europäischen Green Deal leisten. Also viele unserer Unternehmen haben auch Lösungen. Und was uns brauchen, ist ein stabiler und motivierender gesetzlicher Rahmen in eine wichtige Voraussetzung für diesen emissionsfreien Fahrzeugen. Also das ist für uns ganz wichtig. Also die Politik ist richtig gut. Die belgische Nationalplan zum Beispiel für den Konjunkturprogramme, da haben wir fast 1,3 Milliarden Mittel, die an mobilitätsbezogene Projekte nach vorne gebracht sind. Also das ist 22% von unserem Gesamtbudget bei, das 210 Millionen Euro spezifik an Projekten zur Realisierung von nachhaltigen oder sustainable Mobilitätssystemen investiert werden, aber auch für Radverkehr, Infrastruktur oder Verkehrslagerung, so wie schon gesagt, Schienenverkehr und so weiter. Also Wasserstoff haben wir auch ein spezielles Programm, das national ausgerollt werde. Bei uns redet man über 430 Millionen. Ja, wenn wir das vergleichen mit den 9 Milliarden, die Sie da eben nach vorne gebracht haben, das ist das ein bisschen wenig. Aber vielleicht können wir auch dort zusammen einen Rolle spielen. Wir haben schon ein paar Projekte in Lüttich und in Antwerpen, wo Hydrotrucks und Airport-Projekte in Lüttich, wo man schon Lösungen mit Wasserstoff nach vorne bringt. Also, danke. Vielen Dank, Herr van Rose. An Sie zu Hause an den Bildschirmen einfach auch nochmal der Hinweis, wenn Sie Fragen stellen möchten, stellen Sie sie in die Kommentarfunktion. Ich kann sie dann vorlesen.
tragen. Aber es ist auch nicht so, dass mir nicht genug Fragen einfallen würden. Und lieber Herr Lösch, ich kann aus meiner Debattenkultur im Verkehrsausschuss des Deutschen Bundestags, wo ich unter anderem für das Thema Klimaschutz im Verkehrsbereich zuständig bin, berichten, dass ich dort eigentlich jede Woche immer mit denselben Anträgen zu tun habe. Das ist meistens etwas, warum man irgendein Ziel, das man mit der EU vereinbart hat, auf europäischer Ebene vereinbart hat, vielleicht am Ende doch nicht erreicht. Und jetzt haben wir natürlich die Ziele, die erklärt sind. Wir haben den European Green Deal, den wir erreichen wollen. Aber ich meine, das eine ist halt, etwas im Parlament auch zu entscheiden und zu beschließen. Am Ende wird sich eine Technologie, wird sich etwas nur durchsetzen, wenn die Industrie, wenn man die passenden Produkte den Bürgerinnen und Bürgern auch anbieten kann und wenn sie auch gekauft werden und damit auch auf der Straße landen. Stellt sich Ihr Verband, wie stellt sich die Industrie in Deutschland zu den Zielen des European Green Deal oder insgesamt zu den Zielen, die wir vereinbart haben? Zunächst muss man sagen, Ziele sind das Privileg der Politik, des Souveräns. Der Souverän entscheidet und er entscheidet das wohl abgewogen. Davon gehen wir einfach aus. Und deswegen ist es auch nicht die Angelegenheit der Industrie zu sagen, das Ziel finden wir jetzt blöd oder das akzeptieren wir nicht. Wir akzeptieren die politischen Ziele, aber wir gestatten uns natürlich schon auch einen Dialog mit der Politik über die Frage, wie wir diese Ziele erreichen können. Es mag früher Zeiten gegeben haben, wo man teilweise noch ein bisschen über die Ob-Frage diskutiert hat, aber seit Jahren sind wir eigentlich über diese Ob-Frage hinweg, sondern wir sind bei der Wie-Frage. Und die ist ehrlich gesagt für eine Industrie auch viel spannender als so eine Ob-Grundsatzfrage, weil da geht es um Umsetzung, da geht es um Technologie, da geht es um Innovation. Nun muss man natürlich sagen, ein Ziel verkünden ist das eine, ein Ziel erreichen ist tatsächlich das andere. Und da würde ich schon an manchen Stellen so leichte Kritik anmelden, dass ich sagen würde, manchmal lässt man sich dann für so ein Ziel symbolisch feiern. Aber in der Umsetzung ist dann die Notengebung eher so ein bisschen am unteren Rand. Und das ist gefährlich. Ich glaube, wir müssen wirklich einen ganz ernsthaften Dialog darüber führen, auf welchen Wegen wir diese Ziele erreichen. Und was jetzt beschlossen wurde, was in Deutschland sich natürlich auf 65% bis 2030 und 2045 mit Klimaneutralität auch niederschlägt, das erfordert schon einen, ich will es echt so formulieren, wie es ist, einen brutalen Anspannungsgrad auf allen Ebenen. Und ich glaube, man kann mit gutem Recht sagen, dass wir heute noch nicht sagen können, ob wir das in jedem Bereich tatsächlich auch erreichen, ohne dass es zu Verwerfungen der ökonomischen und der sozialen Art kommt, die wir eigentlich alle nicht wollen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir diesen Dialog nicht nur über die Ziele führen, sondern über die Frage, wie wir die Ziele auch erreichen können. Und da kann natürlich ein Staat nicht ewig Differenzen zur Wirtschaftlichkeit ausfinanzieren über Transfersysteme, das wird nicht funktionieren. Man kann aber natürlich die Wirtschaft mit ihrem Beitrag zur Wertschöpfung, mit ihrer Beschäftigung natürlich auch nicht alleine lassen. Also deswegen ist das, was wir gemeinsam tun müssen, ist, nachdem die Politik Ziele gesetzt hat, über die Frage zu debattieren, und zwar sehr ausführlich, wie können wir das so hinkriegen, dass wir am Ende ein wachstums-, exportorientiertes Industrieland sind, das aber dann klimaneutral ist. Und ich will noch eins hinzufügen, wir haben vorhin über die Technologiestärke Deutschlands und Europas gesprochen, dass über Technologie und Innovation, über seine eigenen Beiträge zum nationalen CO2-Reduzieren hinaus global sehr viel größere Beiträge leisten kann. Ich glaube, das ist ein Punkt, der in der Diskussion häufig zu kurz kommt. Deutschland und Europa können viel mehr für das Weltklima leisten, als nur ihre eigenen Emissionen zu reduzieren. Und das geht nur mit einer starken, innovativen und investitionsstarken Industrie. Vielen Dank. Herr van Rose, wie machen das denn eigentlich die Belgier mit dem grünen Strom und wie findet die Diskussion dort statt, auch was die Energieversorgung, die Energiesicherheit und ja auch die Leistbarkeit von Energien für unser Thema, so wie sieht das bei Ihnen aus? Es ist auch ein großes Thema, da bestehen auch die Lösungen mit Smart Charging und Vehicle to Grid, aber die wichtigste ist die Abschaltung der Kernkraftwerke. Also
Die Entscheidung über die beiden letzten Reaktoren, das wird nicht für Ende dieses Jahres getroffen. Also und abhängig von diesen Einschätzungen der Versorgungssicherheit zu diesem Zeitpunkt, dann werden die Decisionen gemacht. Die anderen Reaktoren, die werden auf jeden Fall geschlossen und die erste, die werden bereits 22, 23 geschlossen werden und dann gibt es so, wo die anderen dann nachher auch schließen wollen. Also die Bundesregierung hat dann ein Kapazitätsentgelt zum Aufbau zusätzlicher Kapazitäten eingerichtet und das Volumen für die erste Auktion wird kürzlich festgelegt auf 2,3 Gigawatt, was bis 2 bis 3 zusätzliche Gaskraftwerke bedeutet. Gibt es auch andere Lösungen, andere Technologien, wie schon gesagt, so wie Speichern oder Batterien oder Demand Management oder Interkonnektion. Das ist alles auch schon qualifiziert und daher wird die Regierung im Jahr 2024 eine zweite Auktion geben mit ein erhebliches Volumen von 1,4 Gigawatt. Also das musste reichen und wenn weitere Investitionen in zusätzliche Verbindungskapazitäten, wir haben zum Beispiel die jüngste, die Allegro-Verbindung mit 1 Gigawatt mit Deutschland. Wir haben Pläne für ein neues Kabel mit Dänemark. Wir haben zusätzliche Rolle mit angekündigten Energieinseln in der Nordsee, um Verbindungen zwischen die verschiedenen Offshore-Windparks herzustellen und auch Importe aus dem Ausland zu ermöglichen. Ja, das ist ein bisschen, was heute auf dem Programm steht. So, für uns ist es ein ganz wichtiges Punkt, dass wir genügend Energie haben, um alles Drehende zu halten. Da wird viel gesorgt und wird beobachtet bei der Regierung auch und das stimmt uns vor. Vielen Dank. Und wenn man dann über die Kreislaufwirtschaft in Deutschland sprechen darf und auch vielleicht die Sorge vor Rohstoffknappheit, vor Sorge, bekommen wir überhaupt genug Batteriekapazitäten, Herr Lösch? Was wäre da Ihre Antwort darauf? Naja, also wenn man es heute ökonomisch betrachtet, gibt es eigentlich nach reiner Lehre keine Notwendigkeit, in Europa oder in Deutschland eine eigene Batterieproduktion aufzuziehen. Da gibt es genügend Hersteller. Ich glaube aber schon, dass es am Ende auch eine strategische Frage ist. Erstens, ob man so eine Wertschöpfung in Europa, in Deutschland haben will und auch, ob man anderen Playern, die ich jetzt hier nennen will, nicht nennen will, zutraut, dass sie möglicherweise die Versorgung mit Batteriezellen auch geopolitisch strategisch nutzen will. Also das würde dafür sprechen, dass man das hier macht. Grundsätzlich haben Sie einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Neben einer Defossilisierung unseres Energiesystems brauchen wir dringend, und das halte ich für eine fast noch größere Aufgabe, einen Einstieg in ein wirklich zirkuläres Wirtschaften. Weil wenn wir auf 10 Milliarden Menschen in 2070 oder wann auch immer gucken, vielleicht schon früher, dann ist völlig klar, dass wir in erhebliche Rohstoffknappheiten reinlaufen werden, wenn wir versuchen wollen, diesen Menschen Mobilität, Beschäftigung und Komfort und Wärme, Kälte, Gesundheit auch zur Verfügung zu stellen. Und deswegen ist es wichtig, und da ist Batterie-Recycling ist ein ganz großes Thema. Wir haben gerade im BDI eine Circular Economy Initiative gegründet, wo jetzt wirklich über alle Branchen hinweg wir das Thema ganzheitlich vorantreiben wollen. Und da ist unter anderem das Thema Batterie-Recycling mit all diesen schwierigen Rohstoffen, die da auch drin sind, ist ein zentrales Thema. Also halte ich für eine mindestens gleichberechtigte Säule, was übrigens auch die EU im Green Deal so sieht, zu dem Thema Erneuerbare oder auch Mobilitätswende. Jetzt haben wir einen Beitrag, den ich einfach mal sofort sagen würde. Guido Körber schreibt oder macht ein Statement. Ja, Herr Lösch, wahrscheinlich antworten Sie gerade am besten darauf. Konkurrenzfähig und innovativ bleiben, aber lieber nicht so schnell auf neue Technologien wechseln zu wollen, das erschließt mich mir nicht ganz. Wo das wahrscheinlich eher ein Appell wäre an die Politik, wenn ich es jetzt richtig überlege. Ich glaube, das würde also ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht.
Also natürlich leben wir komplett von Innovation in der Technologie. Aber wenn damit vielleicht gemeint ist, dass man CO2-neutrale Brennstoffe entwickeln will, mit denen man sehr gute technische Maschinen wie Verbrennungsmotoren CO2-neutral fahren kann, dann könnte ich mir einen Reim drauf machen. Aber ansonsten glaube ich, werden wir alle Register von Innovation in der Mobilität ziehen müssen und wir werden es auch tun. Herr van Rose, was, wenn Sie sich aussuchen dürfen, was Belgien von Deutschland lernen könnte, was würden Sie sich wünschen, was Sie sich gerade zu übernehmen dürften? Keine Sorge, ich stelle dieselbe Frage gleich an Herrn Lösch. Ja, ich glaube, was Sie als Strategie haben, also angehend Wasserstoff zum Beispiel, das ist doch ein sehr großer Fokus, den Sie haben in Ihren Relance-Planen. Das ist für uns doch ganz, wie sagen wir das, das steht für uns ja doch als ein Beispiel. Sie haben so ein paar Technologien, wohin Sie einen richtigen Fokus haben in die kommenden Jahren und auch viele Milliarden dahin fließen lassen. Also das ist für uns etwas, das wir vielleicht auch brauchen können in unseren Planen, die auch heute ein bisschen zu viel auf verschiedene Sachen gehen und damit weniger große Menge von Geld, lass uns sagen, nach einem Projekt geht. Das sind Wahlen, die man machen für die ganze Industrie, aber trotzdem schöne Wahl. Was wir nicht als Beispiel wollen, ist dann, was Sie gemacht haben mit die Kohlekraftwerke, das war für uns doch nicht das beste Beispiel, aber anders haben wir von Ihnen viele Sachen, dass wir lernen können. Also, und wir gucken gerne zusammen, was Batteriezelle oder Wasserstoff da auch zusammen machen können mit unserer Technologie und Ihrer Technologie zusammen. Vielen Dank. Herr Lösch, gleiche Abschlussfrage an Sie. Was können wir von Belgien lernen? Ich hoffe nicht das Fußballspielen in den nächsten Wochen. Nein, ich glaube, dass die Belgier grundsätzlich einen, wie soll ich das sagen, einen sehr entspannten und auch einen sehr offenen Umgang mit allen Technologien auch haben. Und ich glaube, das würde ich mir manchmal bei uns wünschen. Wir versacken manchmal in so sehr dogmatischen Diskussionen. Und ich finde, die bremsen uns wirklich auf dem Weg zum Ziel, weil das Ziel wird eine sehr viel komplexere, eine sehr viel passgenauere übrigens und auch interessantere Mobilität sein. Aber sie wird bunt sein, sie wird aus verschiedensten Dingen bestehen. Und in dieser Buntheit liegt natürlich auch die Chance, dass wir als Industrieland dort an vielen Stellen innovativ auch in die Weltmärkte hineinwirken können. Vielen Dank, Herr Lösch. Vielen Dank, Herr van Rose, für den interessanten Austausch. Ich möchte mich dafür bei Ihnen beiden ganz herzlich bedanken. Es war sehr interessant und ich darf jetzt das Wort an Herrn Damaski übergeben. Herr Damaski, Sie haben das Wort für den zweiten Themenblock zum Thema Ladeinfrastruktur, den Sie moderieren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, meine Damen, meine Herren. Nun kommen wir zum Thema Ladeinfrastruktur. Das Thema Ladeinfrastruktur ist etwas, was uns doch sehr umtreibt. Wir haben gehört, beeindruckende Zahlen, was den Vertrieb und auch den Bestand von Elektrofahrzeugen und Hybridfahrzeugen anbelangt. Nur merken wir auch durch unser Laderanking, was wir im VDA ja seit einigen Monaten veröffentlichen, dass es insbesondere in der ländlichen Struktur doch weiterhin an Lademöglichkeiten fehlt. Wir haben viele Diskussionen, auch in der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität, hier in der AG 5, wo es darum geht, wie der Aufbau laufen kann. Und das ist natürlich für uns mit einer der Treiber jemand, der, wie wir es vorhin schon gehört haben, Angst hat, mit einem Fahrzeug nicht weit genug fahren zu können, auch wegen der noch begrenzten Reichweiten. Und manchmal mag das auch gar nicht so sinnvoll sein, Fahrzeuge mit einer hohen Batterieleistung auszustatten, mit einer Reichweite von 500, 600 Kilometern, die man vielleicht 2-3 Mal im Monat braucht. Hier muss es eher darum gehen, die Ladeinfrastruktur so auszubauen, dass man auch längere Strecken fahren kann, ohne mit großen Akkus unterwegs sein zu müssen. Das heißt, Schnellladeinfrastruktur an den Hauptverkehrswegen, Ladeinfrastruktur in den Städten, in den Kommunen, dass auch dort,
wo die Fahrzeuge nicht im privaten Umfeld geladen werden können, Ladeinfrastruktur da ist. Nur dann werden wir die Akzeptanz in der Bevölkerung hier erreichen, dass wir noch eine deutlich breitere Nutzung der Elektromobilität bekommen werden. Ja. Mich freut es, dass wir zu diesem Thema auch zwei Diskutanten haben. Es ist zum einen Herr Chris Gissels aus Belgien. Er ist Berater für öffentliche Arbeiten, Schienenverkehr, regionale Flughäfen und saubere Energien für den Transport im Kabinett von Lydia Peters. Sie ist die flämische Ministerin für Mobilität und öffentliche Arbeiten. Herzlich willkommen, es freut mich sehr. I have learned that you would like to answer in English, as you still understand quite a lot of German. So you can tell me if you want to have the questions in English or if you you would also be able to understand German questions. Vielen Dank, auf Deutsch ist gut für mich, aber meine Antworten werden Englisch sein, wie möglich. Also herzlich willkommen bei uns. Wir begrüßen auch noch Herrn Johannes Pallasch. Er ist der Leiter der nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur bei der NOW. Wir arbeiten eng zusammen. Das Thema Ladeinfrastruktur ist unser beider Hobby. Und ich glaube, dass hier die Erfolge, die wir doch jetzt haben schon erreichen können, zeigen, dass die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Politik hier gut funktionieren. Die nationale Leitstelle, vielleicht sagen Sie ein paar Worte dazu, Herr Pallasch, kümmert sich ja um den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute war ja ein großer Tag auch für die Ladeinfrastruktur, weil wir mussten ja antreten vor dem Verkehrsausschuss, um ein Konzept zu verteidigen. Und ich sage ganz ehrlich, das hat sich so ein bisschen angefühlt wie früher bei den Diplomarbeiten. Zum einen, weil wir unter Hochdruck innerhalb einer Woche dieses Konzept zusammenschreiben mussten. Und so, das muss ja auch Hand und Fuß haben. Und ich weiß noch, ich habe dann ganz am Ende auch die Formatierung noch gemacht und. Die Kollegen haben vorgearbeitet. Das war ja wie damals in der Uni. Ich glaube, das Ergebnis ist ganz gut und auch der Verkehrsausschuss hat sich überzeugen lassen. Und warum war das wichtig? Im Schnellladegesetz wurde verankert vom Parlament, dass wir erst quasi starten können mit der Ausschreibung, wenn es grünes Licht für dieses Konzept gibt. Und das haben wir heute erhalten. Von daher können wir das später dann noch feiern. All die, die beteiligt waren. Und ich glaube, es ist auch ein guter Tag für die Ladeinfrastruktur. Ein sehr wichtiger Meilenstein gewesen, insbesondere was den Ausbau der Hochleistungsladeinfrastruktur anbelangt, dass es hier weitergeht. Ein Thema, was uns ja sicherlich auch noch in den nächsten Jahren umtreiben wird. Lassen Sie mich beginnen, Herr Gissels, mit der Frage, wie läuft denn der Ausbau der Ladeinfrastruktur in Belgien? Wie sind die Pläne in Flandern? Wie sind die bisherigen Erfolge? Was können Sie denn jetzt schon ableiten aus dem, was Sie erreichen konnten? Yeah. So in Flanders at this moment we have about 5000 charging points on public infrastructure. That's not a lot, but you must know that Flanders is not a very big area. So it's for the time being, it's sufficient, but also we have much private charging points at home, buildings and working places. But we focus normally on public infrastructure. To compare a bit with Germany, Flanders is more comparable with Germany than, for instance, with the Netherlands, because Flanders also has more houses on some rural areas with own garages, parkings, private parkings. That means that private infrastructure is a big part of charging electrical vehicles in Flanders. To compare with the Netherlands, most of the houses in Netherlands are in city area. They have no garages, no parking, so there is more need for a public infrastructure in the Netherlands, and that means a lot to compare. Better to compare Flanders with Germany than with the Netherlands. I know that for public infrastructure, Netherlands has more charging points at this moment, but we must make a good comparison to compare the situations with each other.
for the time being, we achieved those 5,000 charging points every year with one big concession call. So we knew that charging infrastructure is a developing market. It was easier for us to work with one big concession call for the whole area of Flanders. So every year, the last 5 years, we put one concession to one CPO. A CPO is a traffic point operator for the whole area of Flanders. And there were two ways to realize the infrastructure, charging point infrastructure. One concept that we have is that the charging point follows the e-vehicle. And that means that every owner of an e-vehicle can subscribe or ask a CPO to put in his street a charging point. So that was every year, you could ask it to another CPO, the one that was in concession for that year. And that was, until now, a rather big success in Flanders. Second hand, we also had the same concession we addressed to one CPO for the cities to put charging infrastructure on their public area. So there were two ways to realize. Problem is that we now, it's no longer a developing market, the charging infrastructure, and we see that there's a lot of e-vehicles coming up for the next years. So working with one big concession call, one tender for one concession for the whole area of Flanders, it's not that good anymore, because we realized the last year that there was not much competition between the CPOs anymore. And this will change a bit the way how we will tender the next year concessions. We in Flanders, we have for about 20 or 30 CPOs. Some of them are really big, some of them are really small. So we're gonna give concessions in the future for more than 1 year, for 2 years, but we're gonna address them for smaller areas to also let the competition within the market play their role, and that also the smaller CPOs can gain some market in the charging infrastructure in Flanders. So that's how we see it for next year, and that's how the position or the situation is at the moment currently in Flanders. Ja, vielen Dank. Erlauben Sie mir eine Nachfrage. Was heißt das für die Installation eines Ladepunktes in der Straße? Ist das dann ein öffentlicher Ladepunkt oder geht es hier um private Ladepunkte? In the streets, it's open. So the owner of the e-vehicle can ask for a charging point in the street, but it's not a private charging point. But normally, if there are not too many e-vehicles in the same street, he will have the possibility to charge overnight. But for instance, during the day, somebody else can charge on the charging point. Ja, vielen Dank. Ja. Herr Palasch, Herr Damaski, bei uns ist der Ausbau jetzt mittlerweile im vollen Gang. Wären Sie so nett und würden unseren Zuschauern und Zuhörern die Strategie der Bundesregierung und der NOW hier kurz erläutern? Ja, vor allem, ich würde auch gerne noch zwei Punkte, also vielleicht die einen waren zwei Punkte, wo ich zugegebenermaßen ein bisschen neidisch Richtung Belgien gucke. Und auch Richtung Niederlande, ich nenne es gleich beim Namen. Also das Versprechen den Bürgern gegenüber, wenn sie ein E-Auto kaufen, dass man denen auch einen Ladepunkt dann vor die Haustür setzt. Das wäre der große Wunsch, dass wir das auch flächendeckend hinbekommen würden in Deutschland. Wir hatten das an verschiedener Stelle ja auch schon diskutiert. Nur wenn wir das versprechen als Bundesregierung an der Stelle, können wir aber nicht sicherstellen, dass es umgesetzt wird auf der lokalen Ebene. Und das ist etwas, da gucken wir immer noch mit großem Interesse Richtung Westen, ne, ob wir das doch nicht irgendwann mal hinbekommen. Das ist aber ein frommer Wunsch bislang. So, Strategie der Bundesregierung ist, wir haben ja definierte 7 Use Cases, an denen der Kunde oder die Kundin sich mit ihrem Fahrzeug bewegen oder auch nicht bewegen. Also sprich, sie stehen dort und können laden. Und grundsätzlich sagt die Bundesregierung, will sie erstmal jeden dieser Use Cases unterstützen mit Fördergeldern oder aber auch Mitteln der Finanzierung. Und ich glaube, der ganz wichtige Punkt ist, dass wir jetzt gerade beim Thema Langstreckenmobilität eine Kehrtwende vollzogen haben. Und ich glaube, das ist durchaus eine sehr wichtige strategische Komponente, dass wir gesagt haben,
Wir müssen jetzt effektiv sicherstellen, dass es ein flächendeckendes Netz in Deutschland gibt, das so leistungsfähig ist, dass ich eben keine Umwege fahren muss. Plus, und das ist immer ganz wichtig, es gibt ja nicht nur die Lücke in der Flächendeckung, sondern es gibt auch die Lücke in der Bedarfsdeckung. Und wenn ich dann eben an einem Standort zu wenig Ladepunkte habe, muss ich da auch noch was tun. Und in der Logik wird es jetzt eben diese große Ausschreibung geben, von der ich vorhin schon berichtet habe, dass wir der heute einen Schritt näher gekommen sind. Und damit wollen wir vor allem auch sicherstellen, dass der Kunde das bekommt, was er erwartet, aber auch natürlich sicherstellen, dass es auch maßgeblichen Wettbewerb unter den Betreibern gibt. Und ich glaube, da habe ich jetzt auch gerade mit Spannung zugehört, Herr Kries, dass Sie gesagt haben, aus Ihren Konzessionserfahrungen heraus ist das durchaus ein wichtiges Thema. Also wie organisiert man auch innerhalb von Konzessionen oder Ausschreibungen genau diese Wettbewerbskomponenten? Und so, da würde ich vielleicht gleich überleiten zu dem Konzept, das wir uns da an der Stelle vorstellen. Soll ja verschiedene Regionen geben innerhalb Deutschlands und dort sollen dann auch Lose sein, die sich eben entsprechend überlappen, um dann auch eben, ne, dass ich habe dann in der Reihenfolge den einen Anbieter, dann den nächsten und so weiter und so fort und das können dann 3, 4 verschiedene sein, sodass dann keiner irgendwie an einer Stelle eine regionale Einheit marktbeherrschend für sich abdecken kann. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, und ein Punkt, der mir an der Stelle auch am Herzen liegt, ist folgender. Wenn wir als Staat an der Stelle dieses Investment tätigen und über dann Betreiber der Wirtschaft umsetzen lassen, haben wir natürlich erstmal kein Interesse, irgendeinen besser oder schlechter zu stellen, der an die Ladesäule kommt. Das heißt, uns ist grundsätzlich egal, ob der Kunde sagt, er möchte ad hoc laden oder er möchte mit seinem Stromvertrag laden. Und wir wollen da keine lenkende Wirkung vornehmen. Das ist für uns ganz wichtig. Und dann bei den Stromverträgen, die an die quasi an die Ladesäule angebunden sind, ist eben auch wichtig, die sollen alle den gleichen B2B-Preis bekommen, sodass wir an der Stelle auch wirklich einen Wettbewerb haben, um quasi die besten Preise. Und das ist ein Novum an der Stelle und von daher, ja, also von daher würde ich sagen, es gibt eine Strategie, es gibt aber auch noch viel zu tun, weil ich glaube, wir haben noch einige Baustellen gar nicht bearbeitet. Ich sage mal, das Ganze rund um dieses Thema Netzthematik und auch die Integration quasi in der Haussysteme etc. Ich glaube, da gibt es noch ganz viel auch im regulatorischen Bereich zu tun. Und deswegen, ich glaube, das nächste große Rahmenwerk, das vor uns liegt, ist quasi die Weiterentwicklung des Masterplans, der auch für, ich sag mal, für Pi mal Daumen Ende des Jahres auch mal angedacht ist. Und da müssen wir genau die anderen weiteren Punkte verankern, die noch zu erledigen sind. Weil ich glaube, eine Sache ist klar. Also wir sind alle zusammen mit großer Anstrengung unterwegs, aber wir merken, wie mühsam das ist. Und das ist manchmal gar nicht so einfach zu erklären. Also wenn ich auf einer Familienfeier erkläre, warum wir eigentlich nicht so schneller vorankommen, ja, dann muss ich auch erstmal nachdenken. Aber dann ist am Ende wirklich die Komplexität, die Verbundenheit mit ganz verschiedenen Themenbereichen und ganz einfach auch die Botschaft, so denn ich sage, ich sage privat, es hat ja keiner auf Ladeinfrastruktur gewartet. Ne? Mhm. Wir müssen uns den Platz für das Thema Ladeinfrastruktur hart erkämpfen. Und ich sage auch, im Kontext Stadtplanung, Stadtentwicklung müssen wir vielleicht auch mal nochmal neu darüber diskutieren, ob wir nicht auch diesen Flächenbedarf nochmal konsequenter anmelden, den wir da haben. Weil so, wenn ich die Tendenz der letzten Jahre sehe, heißt es immer, ja, im öffentlichen Raum passiert da nichts mehr, da soll auch nichts passieren. Das passiert alles irgendwo im halböffentlichen Bereich. Da bin ich aber oft dann irgendwo auch anderen Interessen unterlegen. Und ich glaube, wir brauchen auch nach wie vor Ladeinfrastruktur im rein öffentlichen Bereich. Dafür muss Platz bereitgestellt werden. Dafür gibt es auch gute Lösungen. Wir sehen auch Lösungen, die jetzt Richtung HPC-Laden angehen, ganz klassisch oder ganz toll umgesetzt in Dresden. So, ich glaube, da müssen wir noch ganz viele Diskussionen führen. Aber wichtig ist auch, wir müssen wirklich auch nochmal die Diskussion darüber führen, wie soll eigentlich ein rein öffentliches Netz aussehen? Und öffentlich heißt dann, das darf, sollte nicht gekoppelt sein mit irgendwie noch 5 Burgern, die ich essen muss oder 3 Kaffees, die ich trinken muss oder noch 20 Euro Einkauf bei irgendeinem Discounter. Ich glaube, da müssen wir ganz klar sein, dass wir da wirklich auch für die Kunden ein Angebot haben, wo man einfach nur simpel laden kann. Mhm. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das war ein ganz guter Überblick für unsere Zuhörer. HPC heißt High Power Charging, also es geht ums Hochleistungsladen, ums Schnellladen. Für uns ein normaler Sprachgebrauch. Nicht jeder ist damit so firm wie wir, Herr Palasch. Ich habe 2 Chatfragen. Herr Gissels, wir haben gerade bei uns in Deutschland ja immer wieder die Diskussionen, Preisschwankungen, Strombörse, was ist mit Netzentgelten, flexible Netzentgelte. Das geht bei uns eigentlich nicht wirklich voran. Wird das in Belgien gemacht, Strom von der Börse, zu welchen Konditionen wird er nachher abgegeben? Wie sieht das Preissystem sowohl in der öffentlichen als auch in der privaten Ladeinfrastruktur aus? Yeah, the pricing is free. We are now putting in our
legislation a bit something to overrule maybe, but it's not our intention to really overrule the pricing system of the electricity. So CPOs are free to set their pricings, but we have something that can block when the prices are too high, and if there are agreements between them, that's not legal, I know, but if we should experience some agreements between them about pricing, then we can interfere. So that's one thing. And for the rest, with the electricity, so the CPO contacts the electricity company, and they make their agreements on pricing as well. Eine andere Frage, die auch aus dem Chat gekommen ist, wir haben in Deutschland derzeit eine große Diskussion bezüglich der Anforderungen an die Ladesäulen, nämlich das Thema Bezahlsysteme. Ist es wirklich notwendig, ein Kreditkartenterminal, ein EC-Kartenterminal an eine Ladesäule zu bauen oder nicht? Wie sieht denn da die Situation in Belgien aus? We don't need some credit terminals, because we know that's yeah, the price will go up for the charging infrastructure if each charging point must have their own credit terminal system or things like that. We see it more like an easy way for paying by application on your smartphone or with QR codes, etc., or some contract with the CPO. So we don't oblige that that there are some that each charging point must have a credit card terminal, because we think that that will cost too much for and that will end up finally for the user as well. Ja, vielen Dank, Herr Weber. Sie hatten auch noch eine Frage. Ja, ich habe noch eine Frage an den Guinness auch, wenn ich es nicht verstanden habe, gibt es Belgien, zumindest in Flandern, das Recht, wenn ich eine Ladesäule will, muss der Netzbetreiber sofort ohne Sorge vor Reduktion, vor Dimmen anschließen. Was sagen die Netzbetreiber und wie machen sie das regulatorisch? Haben Sie es verstehen können, Herr Gissels? I think it's a question about the network that's underlying and whether there could be some security about that. Providing the electricity, is that right? Providing electricity and capacity of the system, of the network. This was the question about the obligation. Because the sound wasn't very well, okay. I think also in Germany, as it is in Flanders, the electricity network can, at some areas can be poor, and other places it can be very, very strong, or strong enough to put some charging infrastructure. We provide this as well. So what we will do in Flanders is to make up, and we call it potential cards, potential maps, so that we make a map of the city, because there are two main stakeholders in the placing of charging infrastructure on public area. That's the city that wants some places or has an idea of placing charging infrastructure on some places, but there's also the electricity company that says that okay, the network at that place is too poor, etc. Those two must be matched, but it takes a lot of time. So we will provide now. We are providing every city with potential cards so that we can easily see at what places the network is sufficient, the network is the electricity network is poor, or there's still a lot of reserve on the network, so the city can easily see, okay, it's more interesting to put charging infrastructure at that place because the network, the electricity network will do at that place, and not to choose for other places because there are more investments or on the infrastructure needed. So that's what we see, and that's what we are providing now for every city to make some potential maps to match the electricity network with interesting locations for the city. Ja.
Ja, vielen Dank. Die Zeit ist leider schon um. Wir haben es nicht geschafft, das Thema Ladeinfrastruktur für kommerzielle Fahrzeuge, geschweige denn Ladeinfrastruktur für Nutzfahrzeuge zu streifen. Sicherlich ein Thema, was wir im nächsten Jahr oder Ende des Jahres wieder aufnehmen sollten. Wir haben ja heute die Pressemitteilung bekommen, dass MAN ab 2024 in die Produktion von elektrischen Lkw einsteigen wird. Da kommt viel Arbeit auf uns zu. Wir sind bereits in der Diskussion, auch mit der Autobahngesellschaft, was muss an den Autobahnen passieren. Am Anfang wird es Hub-to-Hub sein, aber das wird relativ schnell auch weitergehen, das ganze Thema. Ich denke, das ist sowohl in Belgien als auch bei uns ein großes Thema. Wie gehen wir mit grenzüberschreitendem Verkehr um? Also ich glaube, es gibt mehr als genug, was zu diskutieren ist für das nächste Mal. Ich möchte Ihnen beiden sehr herzlich danken und kann an dieser Stelle an Herrn Janicek übergeben, der nun den Themenblock 3 moderieren wird. Vielen Dank. Danke auch. So, thank you very much. Now we switch to English. I hope that's okay for everyone outside and inside the room. I'm very delighted to have two special guests with the issue now with the smart mobility. It's about the linkage between public transport, smart solutions, and electric mobility. And yeah, one person is live here with me in the studio. This is Eva Kreinkamp, the CEO of die Berliner Verkehrsgesellschaft, which is the Berlin Public Transport Company, famous one, yes. And on the internet should be with us Mr. Grofi. He is CEO of Labbox, which is a Belgian startup focusing on mobility solutions and the future of mobility, transport, electric solutions, etc. So I hope we will see him just now, just before me. Yeah, there's a monitor. And yeah, hello, Mr. Grofi. You can see us and hear us. So maybe I start with you, because it's a Belgium cooperation discussion here. We like to learn from our European partners. So what is the issue with your start with the Labbox? What do you think is the future of smart mobility of Will we have individual mobility and public transport? Can it be combined? And what is the research you're doing and also the solutions you're working on? So first of all, so thanks for the opportunity to discuss here. So now with regards to your question, what I see as the future of mobility is the public transport remaining as the backbone of mobility. So I think in terms, there's like nothing more efficient for some specific type of travel going from one big city to the next one than public transport. So also typically trains, metro, trams, and so on. I still see a place for cars in some area, like in individual cars, and more like the countryside, where I think like the cost of putting enough mobility might be more more expensive if you do it with public transport than classic cars. But hopefully those will be electric cars. And as Minister Gilles Quinet mentioned earlier, a lot of work is being done to try to electrify the cars in Belgium. And I think a big part as well, which is progressively doing a lot of movements as well, is all of those alternative mobility solutions. And it can be micromobility, it can be smart shuttles that can then allow for more easy commute and some kind of replacement of the private cars in city centers, and also to feed public transportation, to feed train station. If you look, for instance, today in Belgium, a lot of, and you take Brussels, the capital city, you have a lot of people living in the suburbs of Brussels, typically coming by car every day to work. And this is creating a lot of traffic jam. And I think this is the case in many, many cities around the Netherlands. It's not something only linked to Belgium. I believe you could make this type of travel more competitive versus the private car today if you would use a combination of, for instance, a smart shuttle that would pick, employees at their home or close to their home, bring them to the closest, train station, some kind of S-Bahn like you have in Germany.
those people would then take the train to the city center and then maybe finish their trip with, you know, either a bus, a tram, or a, you know, micro mobility solution like a shared electric bike or something like that. I think, you know, the combination of all of this made very intuitive through some mobility as a service application, I think would be a great step towards a better future mobility for all citizens. Thank you very much. Now I'm raising the question to Mrs. Kreinkamp, who's responsible for the transport here in Berlin. I'm using them a lot, and also the different possibilities we have today. When I look back 10 years, 20 years ago, there have not been that much different kinds of possibilities to get transported here. And so the question is, what has changed for you as a company and as a provider of public transport, and what is the future of mobility for Berlin, for the people here to get along in the city, in this huge city? Yeah. Well, let me try to sort that out a little bit. I'm glad that Michael said that we're still the backbone of mobility, and that's how we see ourselves as well. There are a couple of things which we will see as a change over time. One is we've been talking about electric mobility for some time now. Just for you to recap, U-Bahn, trams are electric since, I don't know, 100 years, 120 years. So let's not forget that we're part of, you know, the really avant-garde there. And I mean it, you know, so the last part of what does that mean in transformation is basically two things. Where does the energy come from? It has to be renewable, so we go down in our CO2 reduction there. And the second is we go electric with whatever we do. And so then we're in a way of really going electric. That's the one part. The second part is if we say we want to be the ones who are the backbone of mobility, we have to be very good in the sense of who wants to travel with us. There are people who say, I don't want to go public transportation. I hate public transportation. So basically, those are the ones we have to find, and those are the ones who will then, in future, want to travel with us. So we come into a world of seamless mobility, we come a world of excellent customer experience, we have to come to a world of quality digital solutions, put all that together, mix them in a big bowl and say this is the new backbone of public transportation. But we can't do that ourselves alone. We need to have very, very good partners. That's why it's very interesting to see someone like Michael to give us an idea of an ecosystem in mobility, because there we have the different solutions which then are put together with us in seamless, on-demand, different sorts of solutions, which then enable everyone to really pick the one which they find interesting and which suits their demands. That's what I liked, what I heard before, that the idea in Belgium is avoid, shift and improve. It sounds very much like what I would like to do, but here we still live in a world of we're fighting about the space of who is allowed to travel on the roads, so we're not quite as far yet in our policies, but that would be something that would help in general to really get into combined, seamless, intermodal mobility shifts. And that's the first idea of where we want to go in the future. Thank you very much. So the idea of having these smart solutions is promising on the one side, and maybe not every promise has been fulfilled. If I have the idea of these car sharing ideas we had 20 years ago, not everything has been accomplished. We thought that would save us to save space, for example, in cities. So, but now the question to Michael is,
So if you think as a entrepreneur, working together with public authorities, and on the other side, now we have digitization and people have the chance, and maybe they have they see the benefits of chances of new forms of mobility. So how to bring this together and bring this new ecosystem in a city together that the people can benefit? So how is this working, or is it not working, maybe? No, so it's a good question, because it's not easy. I do think this is extremely crucial. And you've seen, like you rightly said, there's been, like, for quite some time, like, not so much evolution in the modes of mobility. Like, for many years, there was, you know, a public transport and then, you know, the individual car. I think now we have the chance to see a lot of those new mobility solutions, you know, popping up. I think each of them is, like, you know, various advantages and you know, and inconvenience as well. But I think overall, it's great to see more more options. Many of those solutions come from the private sector, you know, not all of them, but I think a lot. And trying to find the right ways for, you know, public transport, private sector, and actually public authorities who really have a role to play in terms of regulations and so on, that is not easy. It's getting better, frankly. It's not like the situation is frankly not at all a disaster, but there's a lot of room to make those parties work better together. Maybe like two, you know, concrete examples. I think is one. It looks a bit technical, but I've seen a lot of interest from. We remain very close to public transport operators. But just the way the laws are being made, you know, with those official requests for proposals and things like that, is making it complex for them to work with like smaller structure, like, you know, startups and so on. It just, you know, it's just not ideal. A lot of smaller, more innovative companies, you know, are very scared to work with public authorities because it's a very complex, you know, process with a lot of procedures, a low likelihood to win versus, you know, more established companies and so on. And on the other hand, those public transport operators realize the benefits of trying to work with smaller companies, more innovative, more agile, and so on. Whether you public or private, I think every big company is often struggling with agility and so on. So finding a way to make this process work, and I don't really have the solution yet, but at least I see a lot of willingness from both parties. I think that's one area where to try to put more efforts. A second one is with regards to mobility as a service, which you can see as this layer connecting the different dots. I think there you have various parties, whether public or private, to try to collaborate or to develop their own MaaS platform. And everybody from public or private sector says, you know, I want to be the one app that everybody's going to use. Actually, I think you need to leave space for multiple parties, private and public, to work in there and to make that, you know, kind of collaboration work as well. Leave a little bit of space in the market to see what will work best. I don't think that there's going to be one app, one platform that will win it, you know, all. And I think you need to let both players, you know, work together and get those collaboration actually, like, you know, working. But it's not an easy challenge. There are, you know, good progress, and more energies needs to be put in there, because I believe there's a lot of value in making this work. Thank you. And one question now on the EVG side is who's doing the market actually? So who is in charge? Who's having the rules? Are you the one who's going to have the new possibilities of pooling, hailing, sharing? You said you are a backbone, you come as a backbone company for public transport, but there's a lot of private now companies trying to get on the market. On the other side, there's a huge debate in Berlin, for example, reducing individual mobilities. So some parties, especially mine, says that's a good idea. We have the same debate in Munich, where I come from. So what do you think about that? Yeah. Basically, I think it's a matter of collaboration on one hand. So it's no one will be able to fix the whole issue, but it will be intelligent cooperations, collaborations, and also it's a question of
How will you want to regulate different parts of mobility, not meaning that someone is not allowed to and someone else is allowed to, but more in the sense of what do you expect of all the market players? You might want to expect from them that they treat their HR people well. You know, so that you have a Mindestlohn, stuff like that. You have ways of traffic control with each other. That it means that if you have overload here, you might want to go somewhere else and then see that you find the best way for travel in that instance. So it's not necessary to really have it on an individual basis, but to have an intelligent mobility underlying together with the authorities and all the players so that you then get to solutions which help reduce the whole mobility in total without having to reduce the individual mobility, I think. And that's the difficult part. And that means that it's also a societal topic. If we say everyone has to be at one place at 8 o'clock in the morning, then don't be surprised that everyone is there and on the streets. But if you say we have a different approach of how we want to work together, how we want to collaborate together, then you might find different ways of targeting your times and also your load, and it can be very much more comfortable for everyone if we just, you know, sort of relax. Yeah, maybe this is the one question after this corona crisis we hopefully are having behind in some weeks or months from now. Will we learn something about this time of area where we stayed at home a lot and try to get the good things in the future? But so two last questions, one for Michael and one for Mrs. Kreinkamp. We didn't talk that much about rural areas. I don't know if you're doing a lot of research for rural areas, but there's the city, they have a lot of people, so you can bring them together. But in rural areas, you have completely different situations. So what do you think, can there be also be a linkage between public transport, electricity cars, renewable energies for rural areas? So, yeah. Yeah, and I think in there, there's an interesting work that has been done in Flanders, where they created what they call Vervoersregio. So, you know, like regions at the level, you know, like the different regions in Belgium, and where they gave basically options to each of them to define how to best organize mobility and public funding in their specific region, given their actual needs. And what came out of this as well, I think, is an interest for more smart shuttles and for more, you know, like small local systems of, you know, bike sharing, you know, car sharing and so on. Because often you think of, you know, car sharing that can only be done like in very large cities. I think you can easily in more rural area have systems where you have a small mobility hubs, you know, with couple of shared car, couple of shared bikes and so on, that can be a solution. It's not going to fit the need of everybody, but it's going to fit the need at least of some, you know, a part of the population in those cities where at least, you know, you if you want to go to the next village, you know, you use your own personal bike. Or you know that if it's raining and you don't feel like taking a bicycle or so, you have a few cars, you know, available in the village. And if you have at least that alternative solution, you might actually like not, you know, do every trip you have with your own personal car. If you have that personal car, I think there's a good chance that you're going to use it by default for any single trip. Like those mobility hubs, I think, which are now trying to be a bit developed in Flanders at the minimum, and maybe also in Wallonia. I think it's one interesting example. And then the second one is this those smart shuttle systems, where instead of having a classic, you know, bus line with like a big bus that maybe, you know, generally like too big, it's only transporting like three or four people at the same time. And it's coming every hour and a half. Maybe you can use a system of on-demand, you know, shuttles that are much smaller, you know, like vans, potentially even cars or so,
that come actually when there is enough of a need and which people can actually, you know, call through like an app or through a call center or something like that when there's actually like a need. And that might be as well like a better use of, you know, public money. And you can use those shuttles to then connect to train stations and so on. So I think that can be an interesting solution. And in Germany, actually, you have a company called IOKI, which is a subsidiary of Deutsche Bahn, which has been developing a platform to do those smart shuttles, which I think is really like best in class. It's a great company. We're having collaborations with them. And I think they have a few interesting projects, both in large cities, but also in rural areas. Michael, and as we're running out of time, one last short question now on Ms. Kreinkamp. So what will help you to make your work easier from maybe the authorities? That's a completely different question. That would take too much time. I would like to answer on the rural part because in a way I would like to sort of destroy the romance of rural areas, which are at the moment and for a long time been socialized to having two cars, never go on public transportation. As soon as you're eligible for a driver's license, you go to the driving school. We don't have a baker anymore, but we still have a driving school. So let's get rid of the romantic part. In order to be able to get intelligent mobility into the rural areas, we really need to have a much, much larger mind shift there as in the big cities. And the trouble is, a lot of the traffic which come to the big cities come from the rural areas. That means that we have to start thinking in a completely different way. How do we get the people to trains, to regional trains with joy and not with the idea of, if I come home at 7:05, I'm going to be stuck somewhere where I, you know, I just don't want to be stuck. So that will be a much, much bigger challenge than trying to get more people in the metropolitan areas to do smart mobility. So I think that's a big question for the future. And the other part, what do we need from the authorities? I think we need a lot more experimentation and collaboration and ideas and energy and also mood. Courage to try something out, and if it doesn't work, throw it away, do something new, but not try to regulate everything 120% and then say, oh, it's 5 years ago that we started this project. Thank you. We shouldn't be so much Germans anymore. Thank you very much for this very intense and interesting debate. And now Andreas Rimkus is having the final words here on the... Thank you. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Elektromobilität, übrigens in all ihren Erscheinungsformen und Spielarten, wir haben ja gerade gehört, was man tun sollte, dafür zu sorgen, dass aus der Antriebswende eine Verkehrswende, eine Energiewende wird, ein integrales System. Vielleicht könnte man von erfolgreichen europäischen Städten auch lernen, die, wenn sie einen neuen Stadtteil bilden, zuerst eine Schienenverbindung legen, wie selbstverständlich, und dann dafür sorgen, dass man gut vorwärts kommt. Insofern seien Sie sich sicher, dass wir parlamentarisch als Schirmherren aus dieser Wahlperiode herausgehen und deutlich machen werden, dass wir genau an diesen Punkten weiterarbeiten wollen. Es soll eine Transformation geben und keine Brüche entstehen. Und ich darf mich recht herzlich bedanken an dieser Stelle bei dem Herrn Botschafter und den Botschaftsangestellten, die uns geholfen haben, das an diesem Punkt hier zu machen. Das ist die europäische Dimension des Parlamentskreises, des Industriekreises. Wir haben das immer so gesehen, dass es richtig ist, das mit den europäischen Fragestellungen in Einklang zu bringen. Insofern ist aber auch klar, dass Verkehr und Energie und damit Antriebsfragen auch tatsächlich europäische Fragen sind. Dann würde ich mich gerne bedanken wollen, natürlich
natürlich als Schirmherr beim Industriekreis, beim BDI und seinen Mitgliedsunternehmen und Verbänden, die das in einer hervorragenden Art und Weise gemacht haben, den Abend hier heute zu präsentieren. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Sie müssen da sehen, was wir hier für ein Fernsehstudio haben. Das ist unglaublich, wie das aussieht und wie diszipliniert das abläuft. Und wir uns auch alle natürlich an die Corona-Regeln auch halten. Und zum Schluss natürlich gilt ein ganz großer Dank unseren vielen Referentinnen und Referenten, die heute mit dabei gewesen sind, hier vor Ort, aber eben auch digital zugeschaltet und das international zugeschaltet. Und zum Schluss natürlich gilt der große Dank Ihnen allen, die uns zugeschaut haben, die uns den Rückhalt geben, dass wir auf der richtigen Seite stehen, dass wir gut vorwärts kommen wollen. Denn die Aufgabe, die vor uns steht, ist eine Jahrhundertaufgabe. Ich glaube, die letzte Änderung, den Game Changer, der kam, das war vor auch über 100 Jahren, als das Fließband erfunden wurde. Insofern, das ist nicht etwas, was wir leichtfertig machen können, sondern müssen das richtig großartig machen. Normal würde ich sagen, never change a system. Das ist doch richtig, weil üblicherweise rede ich das Schlusswort. Das ist aber diesmal nicht der Fall, weil ja der Veranstalter, nämlich der Industriekreis, auch noch einen Schluss aussprechen möchte. Herr Damaski, ist es Ihr Flur. Schönen Dank und bis zur nächsten Wahlperiode. Ja, meine Damen und Herren, das war der 10. parlamentarische Abend des Industriekreises Elektromobilität und das dieses Mal in Kooperation mit der Botschaft des Königreichs Belgien und unter der Schirmherrschaft des Parlamentskreises Elektromobilität. Ich möchte mich auch von meiner Seite bei allen von Ihnen sehr herzlich bedanken. Wir haben in dem vierten Jahr in Folge durchaus sehr gute Workshops gehabt. Wir haben das Thema Hemmnisse für Elektromobilität besprochen. Wir haben darüber gesprochen, welche Herausforderungen durch den European Green Deal, der vorhin schon erwähnt wurde, auf uns zukommen werden. Das wird noch deutlich mehr an Anspannung in das ganze Thema reinsetzen, Herr Rembus. Wir reden ja mittlerweile nicht mehr von 10 Millionen, sondern vielleicht sogar schon von mehr Fahrzeugen, die wir auf die Straßen bringen müssen, um die Ziele zu erreichen. Auch das ein Thema, was wir gemeinsam besprechen müssen. Was hat das für Auswirkungen auch auf Europa? Die neue Flottengrenzwertsetzung, die wir im nächsten Jahr erwarten müssen, die noch deutlich größere Herausforderungen für uns bringen wird, was aber dann auch an den Ausbau der Ladeinfrastruktur gekoppelt sein muss. Also alles Themen, die wir hier weiter besprechen wollen. Ich möchte mich bei allen Ihnen sehr herzlich bedanken. Ich hoffe, dass wir auch nach der Bundestagswahl wieder zusammenkommen, vielleicht auch in gleicher Runde. Deshalb wünsche ich Ihnen als Parlamentariern viel Erfolg bei der Wahl. Es wäre schön, wenn wir mit dem vorhandenen Know-how, was wir mittlerweile in den letzten Jahren gemeinsam erarbeitet haben, in der gleichen Runde weitermachen können. Vielen Dank und einen schönen Abend.